Ihr müsst wissen, in Mathe-Vorlesungen gibt es an der Uni Augsburg manchmal Warm-ups vor der Vorlesung und da singt man was. Wir singen jetzt natürlich was Weihnachtliches und laden euch alle sehr herzlich ein mitzusingen, so laut ihr könnt. Simon, gib an. O Vektorraum, O Vektorraum, du lebst über'n Körper. Jede Bahn spannt dich auf, nicht immer findet man sie auf. O Vektorraum, O Vektorraum, du lebst über'n Körper. O Bahnraum, O Bahnraum, wie schön sind deine Normen. Sie führen nicht nur zur Metrik hin, auch Cauchy Folgen bleiben drin. O Bahnraum, O Bahnraum, wie schön sind deine Normen. O Hilbertraum, O Hilbertraum, du hast ein inneres Produkt. Die Physiker, sie lieben dich, für sie bist du einzigartig. O Hilbertraum, O Hilbertraum, du hast ein inneres Produkt. O Hausdorffraum, O Hausdorffraum, man kann hier Punkte trennen. Ihre Umgebung sind es Jungs, in jeder liegt ein anderer Punkt. O Hausdorffraum, O Hausdorffraum, man kann hier Punkte trennen. Nice, vielen Dank fürs Mitmachen! Also, herzlich willkommen zur Weihnachtsvorlesung hier an der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät. Es sollte gehen um die wundersame Welt der Lieblingsanalytik. Das ist Matthias Hitzer, ich bin Professor. Ihr müsst unsere Nachnamen nicht merken, ihr könnt uns den Stufen mit anderen Studenten bitte kräft mit rein und stellt eure Fragen. Das ist ganz, ganz wichtig, wir haben das hier nicht ohne Spaß dazu geschrieben. An der Mathematik ist es immer so, dass es Minuspunkte gibt fürs Publikum, wenn das Publikum seine Fragen bis zum Ende aufschreibt. Also macht das nicht, sammelt keine Minuspunkte heute Abend, sondern stellt eure Fragen frei der Chance nach, sobald ihr sie habt. Es gibt tatsächlich eine kleine Überraschungsfrage für diejenigen, der uns am stärksten mitten ins Wort fallen wird, mitten ins Satz verbrechen wird. Probiert es aus. Habt ihr Lautstärke? Ja? Könnt ihr jetzt alle schauen, wo noch große Lücken sind, damit wir zusammenrücken, damit alle einen Platz finden? Das heißt, man kann kein B-Fach mit dir und wenn alle mehr in die Mitte reinrufen, dann können die Leute auch noch sich dazusetzen. Super viele astreine Plätze frei. Gönnt euch. Da sieht man richtig gut diese bunten Würfel hier. Das sind besonders tolle Plätze. Essen ist auch gleich da. Ach, Essen ist auch gleich da, man kann sich hier bedienen. Ganz, ganz toll ist das hier, ja. So, wenn ihr euch fragt, was denn diese Vorlesung lernen kann, ihr werdet sehr viel lernen, aber unter anderem die folgende Zahlenfolge weitergeht. Die fängt an mit 1, 9. Dann kommt, wenn ihr fragt, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2
Aber eigentlich soll es nicht um diese Folie gehen, sondern um vierdimensionale Geometrie. Und deswegen erklären wir jetzt, was wir eigentlich mit vierdimensional meinen. Der Raum, in dem wir uns hier befinden, ist nämlich dreidimensional. So wie jeder andere Raum, in dem sich jeder von uns in seinem Leben schon mal befunden hat, weil unser ganzes Universum dreidimensional ist. Man kann da so in so Zimmerecken schauen. Die sind in diesem Zimmer hier erstaunlich schlecht zu sehen. Aber wenn wir uns vorstellen, wir könnten die Zimmerecken da oben sehen, was würden wir dann sehen? Diese Ecke da. Naja, da laufen halt drei Kanten zusammen. Ja? Einmal die Kante, die hier so senkrecht hoch geht, aber dann noch die Kante, die von daneben kommt und die da oben so weit verläuft. Das sind drei Kanten, die stoßen an einem Punkt zusammen. Und das Tolle ist, dass diese drei Kanten alle senkrecht aufeinander stehen. Das sind lauter 90-Grad-Winkel zwischen diesen drei Kanten. Deswegen ist dieser Raum hier dreidimensional, weil wir es nämlich nicht schaffen würden, noch eine vierte Kante so hinzubringen oder eine vierte Achse da so noch anzulegen, dass die auch nochmal senkrecht auf den anderen stehen würden. Also man kann drei Achsen senkrecht aufeinander stellen, aber man kann keine vierte Achse mehr senkrecht aufeinander stellen. Deswegen ist unsere Welt dreidimensional. Okay, was heißt dann vierdimensional? Zeit, oder? Wie bitte? Zeit. Genau, manchmal ist die vierte Dimension die Zeit, insbesondere in physikalischen Theorien, in Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie, die vierte Dimension als die Zeit. Das wollen wir aber nicht untersuchen. Wir stellen uns die Frage, was wäre, wenn unser Raum vierdimensional wäre? Was wäre, wenn es zusätzlich zu den drei bekannten Richtungen, also irgendwie Länge, Breite und Höhe, links, rechts, oben, unten, hinten, vorne, was wäre, wenn es zu diesen drei Richtungen noch eine weitere, vierte, mysteriöse Richtung wäre, die senkrecht stehen würde auf allen anderen, die unabhängig wäre zu allen anderen. Das wäre dann so, dass wir uns nicht nur nach links und nach rechts bewegen können und nicht nur nach vorne und nach hinten und nicht nur nach oben und nach unten, sondern wir können uns halt auch frei bewegen in eine weitere, vierte Richtung. Jetzt brauchen wir Namen bräuchten, oder? Jetzt bräuchten wir mal einen Namen für diese vierte Richtung, weil, also, wir haben schon gemerkt, es gibt Wörter für diese Richtung. Ja, es gibt vor, zurück und so weiter. Jetzt brauchen wir also zwei Wörter für die eine vierte Richtung und dann das Gegenteil von dieser vierten Richtung. Und die Wörter, die wir dafür benutzen wollen, heißen Anna und Kata. Also außer, dass ich mich vor, zurück, links, rechts und nach oben, unten bewegen kann, kann ich mich im vierdimensionalen Raum auch noch in Anna-Richtung bewegen. Und wenn ich wieder zurückgehen möchte, muss ich mich in Kata-Richtung bewegen. Okay? Das ist nichts, was in unserer physikalischen Welt möglich ist. Ich kann mich jetzt nicht gleich in Anna bewegen, in einer Richtung bewegen, aber es ist etwas, was man sich mathematisch vorstellen kann. So wie es in der echten Welt keine perfekten Kreise gibt, aber wir uns die trotzdem vorstellen können, gibt es in unserer physischen Welt auch nicht vier Raumdimensionen. Trotzdem können wir sie uns vorstellen und wir werden dann ein paar faszinierende Phänomene in dieser Welt kennenlernen. Genau, das ist toll, wenn man Mathematiker ist, muss sich gar nicht drum scheren, was in der physischen Welt überhaupt existiert, wenn man das nicht möchte. Genau. Was ist nicht das? Genau, wir wollten auch noch sagen, dass wir mit vierter Dimension, was wir damit nicht meinen, nämlich zum Beispiel eben die Zeit, das ergibt schon auch Sinn, die Zeit vierte Dimension zu nennen, meinen wir jetzt aber nicht. Und es gibt noch einige andere Sachen, die 4D oder vierdimensional genannt werden, zum Beispiel manchmal geht man im Kino und während man den Film schaut, hat man eine 3D-Brille auf und aus und bewegt sich der Sitz, auf dem man sitzt. Und dann heißt das vierdimensional. Ist nicht das, was wir meinen, okay? Was wir auch nicht meinen, sind irgendwie vierdimensionale Parallelwelten, zwischen denen man wechseln kann, wenn man ganz stark dran glaubt. Wir meinen auch nicht irgendwas Esoterisches oder irgendwelche spirituellen neuen Erfahrungen oder so, sondern das ist hier ganz, ganz nüchtern bei uns. Rein mathematisch. Okay. Also einfach vier Raumrichtungen, ja? Und ich glaube, ein ganz guter Punkt, um jetzt weiterzumachen, wäre, wir zeigen euch einfach mal eine Form, die sich vielen sagen wird. Das ist jetzt eventuell ein toller Moment in eurem Leben, wer zum ersten Mal eine vierdimensionale Form sieht. Bitte schön. Seid ihr bereit? Drück auf Leertaste, ja. Okay. Oh. Sieht ziemlich krass aus. Okay, sieht krass aus, ja. Das hier ist ein vierdimensionaler Würfel. Zum Vergleich, hier sind ein paar dreidimensionale Würfel. Aber das hier ist ein vierdimensionaler und wir wollen jetzt mal verstehen, wie dieses Bild da entstanden ist und warum wir das als vierdimensional bezeichnen. Und dazu fangen wir mal ganz langsam an. Und zwar mit einem eindimensionalen Würfel. Ein eindimensionaler Würfel schaut folgendermaßen aus. Das ist ein eindimensionaler Würfel. Es ist ein bisschen komisch, schaut vielleicht eigentlich nur aus wie ein Strich, ist auch nur ein Strich, aber es ist gleichzeitig ein eindimensionaler Würfel. Also nicht zweidimensional, ne? Nein, der ist nicht zweidimensional, der ist eindimensional. Okay. Aber jetzt die nächste Frage, wie schaut die zweidimensionale Würfel aus? Und ich habe deswegen mit dem eindimensionalen angefangen, weil ich jetzt gleich erklären kann, wie der zweidimensionale aus dem eindimensionalen Würfel entsteht. Bei zweidimensionaler Würfel denkt man vielleicht sich schon, was eventuell rauskommen könnte.
findet halt ein Quadrat raus vom Kern. Das ist irgendwie so wie ein Würfel, nur halt flach, zwei Würfel. Okay. Und ich behaupte, man kriegt ein Quadrat aus diesem Strich hier, wenn ich den Strich einfach einmal hinmale und ihn dann nach oben verschiebe. Und dabei die ganze Fläche aufmale. Also verschiebe ihn so nach oben. Und dann habe ich ein Quadrat. Ja, hier oben angekommen. Und dann habe ich ein wunderschönes Quadrat, das ist ein zweidimensionaler Würfel. Es ist so, Mathematiker mögen Allgemeinheit. Und Mathematiker mögen nicht, sich tausend Individualbegriffe zu überlegen. Deswegen merken sich Mathematiker nicht die Bezeichnung Linie und Quadrat, sondern sagen einfach Würfel und schreiben davor die Anzahl Dimensionen. Ich habe jetzt den 1D-Würfel und den 2D-Würfel kennengelernt. So machen wir das. Und jetzt noch ganz klar, wie wir den dreidimensionalen Würfel bekommen. Was habe ich hier gemacht? Ich habe den Würfel genommen, den ich hatte, und habe ihn in eine Richtung verschoben. Und zwar nicht in eine beliebige Richtung, sondern ich habe eine Richtung genommen, die ich vorher noch nicht verwendet habe. Ja, ich habe nach oben geschoben, weil bis jetzt hatte das Ding nach oben keine Ausdehnung. Also was muss ich mit dem Quadrat machen, um einen dreidimensionalen Würfel zu bekommen? Ich muss mir eine Richtung suchen, die ja noch nicht vorkommt. Also oben und unten ist schon verwendet, links, rechts war sowieso schon verwendet. Dann müssen wir jetzt wohl die Richtung vorne hinten nehmen. Und wir verschieben dieses Quadrat hier ein Stückchen nach hinten und füllen dabei ein Stück Raum aus und das wird genau ein Würfel. Jetzt will ich es aber an die Tafel malen. Und ich kann nicht wirklich nach hinten, weil die Tafel ist solide. Aber ich kann das so andeuten, weil wir das ganz gut gewohnt sind, aus solchen perspektiven Zeichnungen wieder das zweite Mal rauszuverstehen. Also ich verschiebe das so nach hinten und die nach hinten Richtung, die zeichne ich jetzt einfach mal so nach schräg oben. Okay? Das ist ein Würfel, ein Quadrat, was nach hinten verschoben wurde. Und ich zeichne mal gleich noch die weiteren Kanten ein, die hier hinten sind, deswegen man die manchmal strichelt, aber ich habe gerade mehr Lust, die durchzuziehen. Das ist ein 3D-Würfel. Und jetzt habt ihr langsam den Prozess verstanden, oder? Wie man von jeweils dem Würfel früher zum nächsten Würfel kommt. Man sucht sich da also eine neue Richtung aus, die es vorher noch nicht gab, und verschiebt das gesamte Bild längs dieser Richtung. Und genau so ist das Bild da oben entstanden. Man sieht da ja zwei so Würfel drin, wenn man sich das anguckt, ja, einer links unten, einer rechts oben. Die sehen genauso aus wie dieser 3D-Würfel hier. Aber der vordere Würfel, der wurde halt genommen und wurde dann verschoben. Und so ist dieses Bild entstanden. So die Frage, in welche Richtung wurde denn verschoben? Wenn ich dieses Quadrat hier, was schon nach links, rechts liegt und auch nach oben, unten liegt, das habe ich jetzt nach hinten verschoben. Ich brauche jetzt eine neue Richtung, in die ich diesen Würfel hier verschieben kann, damit es ein vierdimensionaler Würfel wird. Ich brauche halt die vierte Dimension. Ich muss halt den Würfel in aller Richtung verschieben. Und das ist das, was hier mit diesen langen, schrägen Linien angedeutet ist. Diese Linien sollen in Wahrheit in aller Richtung gehen. Das ist also genau so eine perspektivische Zeichnung, wie schon das hier eine perspektivische Zeichnung war. Die Linien sollten nach hinten gehen, das geht aber in der Tafel nicht. Stattdessen normalen wir sie halt schräg. Hier ist es so, die schrägen Linien, die sollen eigentlich in eine andere Richtung gehen, das geht aber nicht. Deswegen malen wir sie schräg. Ne? Also man könnte behaupten, dass das ein sehr schlechtes Bild von einem vierdimensionalen Würfel ist, weil das kann ja gar nicht vierdimensional sein, weil es ist ja irgendwie in unserem dreidimensionalen Raum hier, da passt der vierdimensionale Würfel gar nicht rein. Aber ein genauso schlechtes Bild ist das hier vom dreidimensionalen Würfel, weil ich habe es auf die Tafel gemalt und die Tafeloberfläche ist nur zweidimensional. Da passt in Wahrheit gar kein dreidimensionaler Würfel drauf. Gut, also, wir haben unser erstes sehr schlechtes Bild von einer sehr schönen vierdimensionalen Form gesehen. Also ein richtig räumlicher Eindruck entsteht in unserem Kopf dabei nicht, also wenn ich zumindest mal von mir auf euch schließen darf. Aber trotzdem ist dieser Körper mathematischen Analysen zugänglich. Zum Beispiel können wir einfach mal zählen an diesem Ding. Wir können zum Beispiel zählen, wie viele Ecken das Gebilde hat. Und da entdecken wir auch eine gewisse innere Systematik im Vergleich zu den anderen Sachen. Tatsächlich, ich verlasse mich so sehr auf die Mathematik, dass ich jetzt gar nicht zum Beamer schauen werde und schauen werde, wie viele Ecken das hat. Ich mache das durch Analogieschluss. Dieses Teil hier hat zwei Ecken. Dieses Teil hier hat vier Ecken. Dieses Ding hier hat acht Ecken, vier unten und vier oben. Immer mal zwei. Das heißt, das vierdimensionale Würfelgebilde dort oben auf dem Beamer, der vierdimensionale Hyperwürfel, auch genannt das Tesserakt, das hat also 8 mal 2, 16 Ecken. Genau, also wir haben jetzt ein paar verschiedene Namen gehört. Das Ding ist so cool, dass es verschiedene Namen braucht, ganz klar. Es ist nicht nur der vierdimensionale Würfel, es wird auch der Hyperwürfel genannt, aber wir nennen das am liebsten das Tesserakt.
Ja, jetzt haben wir Ecken gezählt und haben festgestellt, die verdoppelt sind natürlich immer. Weil wenn ich ein Ding mit vier Ecken nehme und das dann mal nach hinten schiebelt, habe ich halt insgesamt 8 Ecken produziert. Und genauso entstehen 16 Ecken vom Tesserakt. Wir können aber noch mehr Sachen zählen. Wir können nämlich auch zählen, zum Beispiel hier beim Quadrat. Wie viele Seiten hat das Quadrat eigentlich? Wie viele Kanten? Naja, das sind vier Stück. Wie viele Seitenflächen hat denn der Würfel? Also wir fragen uns quasi, von was wird dann diese Körper gerandet? Ja? Hier der Rand vom Quadrat, das ist halt hier diese Quadratlinie, die besteht aus 4 geraden Strichen. Woraus besteht der Rand des Würfels, also die Oberfläche des Würfels? Ja, der hat 12 Kanten, sind richtig, aber wir wollen da nicht die Kanten zählen, weil die Kanten bilden nicht die ganze Oberfläche des Würfels, sondern die ganze, also die ganze Fläche hier vorne und oben von rechts und so weiter. Ja. Das sind natürlich 6 Seiten, genau. Und das sind 6 Quadrate. Und jetzt fragen wir uns mal, wenn das Quadrat 4 Linien als Kanten hat und der dreidimensionale Würfel 6 Quadrate als Seiten hat, was wird denn dann der Tesserakt, der vierdimensionale Würfel, haben als Oberfläche? Wie war das? 8 Ebenen? Ebenen heißt sowas hier? 8 Würfel, okay. Genau. Es besteht aus 8 3D-Würfeln. Weil dieser Rand, also es waren hier 4 Teile, da 6, als nächstes kommt halt 8. Man hätte auch sagen können, der Rand vom Strich hier, das sind nur 2 Teile, nämlich 2 Punkte. Und es waren hier 4, 6 und dann kommt 8. Und es waren halt, hier waren es Linien, also eindimensionale Würfel. Der dreidimensionale Würfel hatte Quadrate, also 2D-Würfel, als Oberflächenbestandteile. Und das Tesserakt hat als Oberflächenbestandteile 3D-Würfel. Und zwar 8 Stück. Und für dieses Oberflächenbestandteile haben wir noch einen besseren Namen, weil wir das nicht oft sagen wollen. Wir nennen das die Zellen des Tesserakts. Der Tesserakt hat 8 Zellen, so wie der normale Würfel 6 Seitenflächen hat. So, und diese 8 Zellen, aus denen also der Tesserakt besteht, die können wir auch alle erkennen. Eine Zelle ist leicht zu erkennen, das ist dieser Würfel, den wir auch augenscheinlich sehen, hier vorne. Zelle Nummer 1. Dann gibt es eine zweite Zelle, das ist da hinten dieser Würfel, den wir sehen. Gut, dann bleiben noch 6 weitere Zellen. Das ist jetzt so ein bisschen wie bei diesen neuen Live-Fragespielen. Die bekommt man halt, wenn man zum Beispiel die untere Seitenfläche hier nimmt und da die untere Seitenfläche und sich dann diese schrägen Verbindungslinien anschaut. Seht ihr das? Das wird auch ein weiterer Zelle. Das ist ein weiterer Würfel, der dieses Tesserakt hier berandet. Dieser untere Würfel da, der sieht ziemlich verzerrt aus. Aber das stört uns jetzt irgendwas nicht. Das ist halt eine schlechte Zeichnung von dem Tesserakt. Hier bei diesem 3D-Würfel ist diese rechte Seitenfläche hier auch in Wahrheit kein Quadrat an der Tafel, sondern nur so ein Parallelogramm. Und genauso ist hier halt, sind manche dieser 8 Würfel der 8 Zellen schauen ziemlich verzerrt aus. Das ist halt so. Das ist trotzdem da. Und in Wahrheit, wenn man ein richtig gutes Bild zeichnen könnte, dann würden sie auch alle gleich ausschauen und nicht manche Verzerrung manchmal haben. Der Tesserakt sähe dann wirklich wie ein perfekt regelmäßiges, symmetrisches, wunderschönes Gebilde aus. Insbesondere all die Winkel, die wir sehen würden, wären gleich. Also wären immer 90 Grad. Und es käme nicht zu irgendwie diesen Durchdringungen, wie wir sie hier auf der Skizze sehen. Wenn ihr ein Video sehen wollt von so einem Tesserakt, dann könnt ihr Folgendes machen. Kann jeder von euch zu Hause machen. Das ist, also das schockiert es vielleicht manchmal, aber es gibt eine gewisse Underground-Website. Man muss wissen, wo man schaut. Sie heißt Wikipedia. Wikipedia ist eine wahnsinnig nützliche Ressource, und da gebe ich jetzt Tesserakt ein. Ich überschreibe mich ein bisschen. Ah, ich bin auf der englischen Wikipedia, da gibt es nicht. Sogar hier, da gebe ich jetzt suchen, Tesserakt. Und dann habe ich hier nochmal eine komische Skizze, werden wir nochmal diskutieren. Und dann scroll ich hier weiter. Und dann sehen wir hier Videos vom Tesserakt, welches sich dreht. Wenn ihr jetzt von diesem Video irgendwie keinen richtigen Sinn erkennen könnt, wenn ihr sagt, das dreht sich irgendwie alles komisch, dann liegt das daran, dass euer Gehirn nicht geschult ist, aus perspektivischen Zeichnungen wie diesen im Kopf ein vierdimensionales Bild zusammenzusetzen. Ja, unser Gehirn ist eben schon sehr gut geschult, um dreidimensionale Bilder im Kopf zusammenzusetzen, ja. Aber vierdimensionale Bilder halt leider nicht mehr. Trotzdem reden wir hier über die vierte Dimension,
weil wie schon in der Ankündigung, 4 ist ja 3 plus 1, also ist es nur um 1 schwerer als das, was Sie jeden Tag machen. Kann also nicht so schwer sein. Genau. Gibt es gerade Fragen bis zu diesem Punkt? Bitte. Also der Punkt ist der nulldimensional, den kann man jetzt sehr, sehr gut. Mathematik verwendet manchmal eine Technik, die heißt die Kraft des negativen Denkens. Die Kraft des negativen Denkens. Und die ist in der Tat nützlich, manchmal in der Forschung, um Analogien zu sehen. Und wir könnten, hätten die ganze Reihe hier auch noch ein Stück vorher anfangen können, beim nulldimensionalen Würfel. Der sieht einfach so aus. Der geht, das geht jetzt hier irgendwie, hat Breite und Höhe. Das hat nur Breite, das hat gar nichts. Aber trotzdem, die Folgen sind alle so. Zum Beispiel hier war es so, von links nach rechts immer Anzahl Ecken halbieren. Ja? 6 bis 2 gibt 8, bis 2 gibt 4, bis 2 gibt 2, bis 2 gibt 1. Dieses Teil besteht aus einer Ecke. Und das ist völlig korrekt. Und es ist auch so, dass der Rand eines Würfels, der immer Würfel auf der Dimension 1 niedriger war, zum Beispiel das Quadrat hatte Linien als Rand, und die Linie hat als Rand 2 Punkte. Wunderbar, 2 nulldimensionale Würfel. Funktioniert. Okay. So, dann noch eine Frage? Woher kommt das Wort Tesseract? Es ist so, der Tesseract, der ist so schön, dass er einen besonderen griechischen Namen verdient hat. Wir wissen es nicht genau. Okay, aber. Jetzt glaube ich gerade noch eine Frage. Bitte? Was heißt Tesseract auf Deutsch? Wir haben noch einen Namen, noch einen weiteren Namen. Tesseract, griechisch für vier Strahlen. Tesseractus. Wir machen mal weiter mit der nächsten Folie. Ist Ractus nicht das Nein? Der Tesseract ist nämlich nicht der einzige für den Saalkörper, den es gibt. Oder würde ich uns noch einen weiteren Namen für das Tesseract sagen? Oh. Ich sage noch zwei weitere Namen. Nein. Wir haben gesagt, der Tesseract besteht aus 8 Zellen, und das sind zufällig Würfel, deswegen heißt der Tesseract auch der 8-Teller. Aber man kann es auch noch auf Griechisch übersetzen, dann heißt das Oktakoron. Schon besser, oder? Okay, Tesseract heißt Oktakoron, das wollte ich sagen, weil dieses Ding da Pentakoron heißt. Das ist das Ding unten rechts. Das wollen wir jetzt mit euch als nächstes besprechen. Das Pentakoron. Und hier sieht man auch eine Möglichkeit, um immer höherdimensionale Formen zu bauen, wenn man auch wieder mit dem Punkt anfängt, genau wie wir hier mit dem Punkt angefangen haben. Und zwar verschiebt man da nicht immer die vorherige Form in eine neue Richtung, sondern man fügt nur eine neue Ecke hinzu. Also ich nehme den Punkt und jetzt baut er eine Richtung, die ich noch nicht benutzt habe, kann ich irgendwann nehmen, so, und füge da eine weitere Ecke hinzu und dann verbinde ich das und habe eine Linie. Schaut bis jetzt genauso aus wie ein Würfel, aber gleich wird es besser. Wenn ich die Linie nehme und jetzt nach oben gehe und oberhalb einen Punkt hinzufüge und das wieder verbinde, wird das ein Dreieck. Kein Quadrat. Jetzt kann ich auf dem Dreieck, kann ich das auf den Tisch legen und oberhalb wieder einen Punkt hinzufügen und wieder Kanten nach unten ziehen und dann habe ich eine Dreieckspyramide oder auch Tetraeder. Ja, und jetzt kann ich dann einen Schritt weitermachen, wenn ich mir die vierte Dimension vorstellen kann. Nämlich, ich nehme ein Tetraeder, eine Dreieckspyramide und jetzt gehe ich halt ein Stück in aller Richtung und füge da einen neuen Punkt hinzu. Das soll der da in der Mitte sein. Und verbindet den wieder mit den vorherigen Punkten, zieht dann wieder Kanten, und das ist dann das Pentakoron. Genau, diese Familie von Figuren verschiedener Dimensionen hier heißt auch die Simplices, also das sind hier 0, 1, 2, 3 und 4 dimensionale Simplices, und das vierdimensionale Simplex nennen wir Pentakoron. Und dann habe ich gesagt, das heißt Oktakoron, weil es 8 Zellen hat. Vermutlich hat das Pentakoron dann 5 Zellen, weil 5 griechisch Penta heißt oder sowas. Und das müsst ihr uns nicht glauben, sondern ihr könnt das zum einen sehen und zum anderen auch durch Analogieschluss selbst erfahren. Schaut euch das eindimensionale Pentakoron an, die Linie da oben. Die hat, besteht aus einer Sache. Und deine, was es geht um die Brandung. Sie hat, okay, sie hat 2 Eckpunkte als Behandlung. Ja? Dann das Dreieck, das hat 3 Kanten als Behandlung. Das Tetraeder unten links abgebildet, das hat 4 Dreiecke als Berandung. Und was kommt nach 2, 3, 4? 5. Das sagt ja viel besser als bei dieser Folge. Man kann nicht sagen, was da los war. Aber okay, wir kommen noch dazu. Alles gut. Das heißt, das Pentakoron besteht aus 5 normalen Tetraedern, die man da irgendwie alle sieht.
die sich alle nicht überlappen, die alle wunderbar einen perfekt geometrischen Körper bilden. Und wenn ihr da euch ein bisschen konzentriert, dann seht ihr auch wieder alle 5 Zellen, die also dieses Pentachoron beranden. Eine Zelle sieht man zum Beispiel, wenn man hier das, die untere Grundseite so als Grundseite nimmt und dann alles verbindet bis zu diesem Mittelpunkt. Dann hat man so eine Dreieckspyramide unten drin. Ja? Die ein bisschen flacher ist. Nicht genau, nur bis zur Hälfte. Das ist die erste, wenn wir also die untere Seite als Grundseite nehmen. Das ist so wie der Tetraeder links daneben, nur dass es ein bisschen gequetscht ausschaut. In Wahrheit ist es nicht gequetscht. Genau. Es ist wunderschön symmetrisch. Zweite Zelle, schaut euch diese rechte Randfläche hier an. Und verbindet auch wieder alles hier mit dem Mittelpunkt. Dann kriegt ihr so einen Tetraeder, der so schief drin liegt. Zweite Zelle. Okay, und wie, wo kriegen wir die anderen her? Naja, wir haben links hinten ja noch eine weitere Fläche, die wir als Grundfläche verwenden können. Das hier. Hier das da. Das verbinden wir mit dem Ding. Und dann haben wir ganz vorne noch eine. Da, wo wir gerade drauf schauen. Dieses Dreieck können wir als Grundfläche nehmen. Und dann hier wieder verbinden zu diesem Mittelpunkt, der in andere Richtung verschoben ist. Wie viele Zellen waren das jetzt? Es waren jetzt 4 Stück, ja. Für jede äußere Seitenfläche, die wir da sehen, konnten wir zur Mitte hin verbinden. Das waren jetzt 4 Zellen, das heißt, es fehlt noch eine. Wo könnte in diesem Bild jetzt die 5. Zelle sein? Das Original-Tetraeder, das große, was man da sieht, ja, auf den ersten Blick sieht man ja vielleicht ein Tetraeder, das äußere. Das, was fett gezeichnet ist. Genau, das ist auch eine Zelle des Pentachorons. Und es sieht jetzt hier im Bild so aus, als wären die restlichen Zellen irgendwie innen drin in dieser einen äußeren Zelle. Ja. Ist aber nicht so. Ist nur wegen der perspektivischen Zeichnung. Genauso wie diese vordere und die hintere Fläche von diesem Wirbel hier in Wahrheit auch nicht aufeinander liegen. Das sieht nur in der Zeichnung so aus. Und genauso, weil diese drei sind Zellen von Pentachoron, die sind auch in Wahrheit schön nebeneinander. Und auch davon kann man auf diesen Underground-Webseiten Videos sehen. Das ist ein sich drehendes Pentachoron. Sehr gut. Fragen? Ja? Ja, ist das Pentachoron und das Tesseraktgebiet, sind das dann auch beides platonische Körper? Genau, das sind platonische Körper. Beispiel perfekt regelmäßige, vierdimensionale platonische Körper. Und wir werden später auch noch mehr zu platonischen Körpern machen. Und anschließend, was die Punktgruppe davon hat? Ja, dann kennst du gerade die Punktgruppe. Kennst du gerade die Punktgruppe? Da können wir jetzt nicht drauf eingehen, leider. Weil wir sehr durchkommen. Aber vielleicht steht es ja auf Wikipedia, bin ich jetzt nicht ganz sicher. Oh, das ist eine gute Idee. Lass den Vortrag pausieren und wir tun einfach die nächsten x 90 Minuten die Punktgruppe herleiten. Und wir abstimmen, wir finden ihr Ergebnis. Aber wir können das nach dem Vortrag machen, weil nach dem Vortrag kann jeder, der will, nochmal hier vorkommen und sich nochmal ganz spezielle Spezialinfos über die vierte Dimension abholen und verschiedene Dinge ausprobieren. Und wir können nachher noch ganz viel Spaß haben. Aber wir versuchen jetzt im Vortrag alles durchzukriegen, was wir geplant haben. Gut. Um die vierte Dimension besser zu verstehen, ist es hilfreich, nochmal die Kraft des negativen Denkens zu verwenden und sich in zweidimensionale Wesen zu versetzen, für die die dritte Dimension genauso schwer ist wie für uns die vierte Dimension. Das da ist Flachland. Und die Bewohner von Flachland, alles Dreiecke, sind auf die Vorne zu sehen, das sind rein zweidimensionale Wesen. Sie bewegen sich so ähnlich wie Ameisen, die sich nur auf einer Fläche befinden können. Sie können sich hier auf der Fläche beliebig bewegen. Sie können sich so bewegen oder auch so. Aber das Konzept von einem oben und unten ist ihnen völlig fremd. Sie können dahin nicht schauen, so wie sie nicht nach einer Richtung schauen können. Und sie können sich dann auch nicht bewegen. Und wenn wir mit ihnen in Kontakt treten würden und sagen würden, hey, es gibt eine dritte Dimension, dann würden sie das überhaupt nicht verstehen. Und wir können ihnen Bilder zeigen, aber das wäre halt unsere perspektivische Zeichnung. Und für sie würde kein räumlicher Eindruck in ihren Augen entstehen. Wenn wir diesen Flatterbewohnern hier sagen, guck doch mal nach oben, sind jetzt genauso komisch, wie wenn man uns einen sagt, guck doch mal in andere Richtung. So ist es so was. Die kennen halt nur links, rechts und vorne hin. Und hier in Flatterland spielt sich gerade eine dramatische Szene ab, die man sehr gut hier erkennen kann. Das ist dasselbe Bild wie da auf dem Wiener. Diese drei Ecken hier außen, die schauen gerade etwas grimmig in Richtung von diesem Gefängnis. Dieses rechte hier ist ein Gefängnis und da ist ein weiteres Dreieck eingesperrt in diesem Gefängnis. Dieses Dreieck
hat nämlich etwas getan, was in Flachland ein bisschen verpönt ist. Was genau schon zwar sehr verpönt ist, wofür man nämlich ins Gefängnis kommt. Dieses Dreieck hier hat sich die Mitternachtsformel auswendig gemerkt. Wir müssen nicht wissen, die Flachlandbewohner, das sind alles Mathematiker und Mathematikerinnen, und die lieben es, Sachen sich ständig wieder neu herzuleiten und sich niemals irgendetwas auswendig zu merken. Und deswegen sagen sie sich, Alter, die Mitternachtsformel auswendig gelernt? Nein, wenn ich sie brauche, dann leite ich sie mir halt mal kurz her. Und deswegen ist dieses arme kleine Dreieck, Moonies heißt es übrigens. Genau, Moonie hier, ist leider eingesperrt worden in diesem Gefängnis. Und wie ihr seht, hat Moonie auch keine Möglichkeit, aus diesem Hochsicherheitsgefängnis auszubrechen. In eine Richtung, die Moonie zur Verfügung steht, kommt irgendwann eine Gefängniswand. In die Richtung, nach links und nach rechts auch. Aber für uns drei Dimensionen Außerirdische wäre es leicht, Moonie zu befreien. Was wir einfach machen können, ist, wir nehmen Moonie und heben etwas aus der Ebene der Existenz heraus. So was ist im Blatt noch nie passiert. Die Wände sind immer noch da, die konnten wir auch nicht einreißen, die sind auch solide Material. Und wir haben dann, wir haben es einfach hochgehoben. So, und jetzt, wo es oben ist, können wir es ein bisschen verschieben. Jetzt ist Moonie genau über dem anderen Dreieck. Aber das andere Dreieck kann doch auch nichts erfahren oder nicht mitbekommen, weil eben sich all das auf einer anderen Ebene der Existenz abspielt. Und jetzt können wir es schon da schieben und jetzt wieder ablassen. Und so haben wir als mächtige dreidimensionale Wesen Moonie aus seinem Gefängnis befreit. Es ist nämlich so, manchmal ist es doch ganz nützlich, die mit einer Formel auszunehmen. Frage? Ja. Seit wann gibt es das Gefängnis? Das Gefängnis wurde 1927 errichtet, in einem großen Akt von dem damaligen Präsidenten. Aber nicht, dass man schon gesagt hat, ist Moonie da drin. Ist Moonie reingekommen? Immer wenn jemand neu ist, die mit einer Formel auswendig lernt, beißen Sie kurz diese Mauer hier ein. Ich kann das mal kurz vormachen. Nein! Okay. Jetzt bewegen Sie die Mauer natürlich nicht so oben, weil es gibt kein oben, aber Sie können die Mauer jetzt so ein bisschen verschieben, dann stecken Sie Moonie da wieder rein. Und dann machen Sie die Mauer wieder zu und Peter, du hast Moonie wieder. Jetzt müssen wir nochmal vormachen, wie sein. Also, dann hören wir jetzt kein oben, aber wir können Moonie trotzdem hochheben, dann können wir rüber bewegen, die anderen merken gar nicht, dass es über ist, weil die können nicht nach oben schauen, dann bewegen die noch ein bisschen rüber, wenn die absetzen, dann ist es in den Dachern befreit. Was hierbei noch, ja, Frage. Wie viel Mitternachtsformel? Ja. Wie die lautet? Ja. Keine Ahnung. Ich weiß aber noch, dass wir die in der 9. Klasse eben, also bei der 8, liebe Kinder, die noch nicht mehr machen, dass wir in der 9. Klasse lernen, die Mitternachtsformel. Das ist eine geile Formel, damit kann man quadratische Gleichungen lösen. Außer die können Sie nicht. Was jedenfalls noch ganz interessant ist, ist, sich zu überlegen, wie denn die Flachlandbewohner diesen Vorgang wahrnehmen. Also zum Beispiel die Sicherheitskamera, die hier im Gefängnis postiert ist. Was zeichnet die auf? Naja, ganz am Anfang, wenn Moonie noch drin liegt, sieht die Sicherheitskamera, dass alles in Ordnung ist. Moonie ist drin. Moonie bewegt sich ein bisschen, Moonie ist vielleicht gerade was. Bis nach links, hinten vorne. Dann kommen wir als mächtige dreidimensionale Außerirdische und heben Moonie auch nur ein Stückchen ab, auch nur einen Millimeter an. Augenblicklich wird die Kamera gar nichts mehr sehen. Moonie hat keine Ausdehnung nach oben oder nach unten. Wenn wir Moonie ein bisschen nach oben angehoben haben, hat es die Ebene der Existenz komplett verlassen und die Sicherheitskamera zeigt jetzt gar nichts mehr auf. Genauso ist es, wenn wir Moonie jetzt weiter nach rechts bewegen und so, keine Kameras und auch nicht die Augen der anderen Faktoren, damit wir das sehen. Erst wenn wir Moonie wieder herablassen, auf die ursprüngliche Ebene der Existenz, erst dann sehen die flachen Bewohner etwas wieder, und zwar genau im Moment, wo wir es liegen lassen, da wird Moonie wieder komplett sichtbar. Nicht irgendwie in einem schwachen Übergang, sondern abrupt. Aber das heißt ja, wir würden ja gar nicht mitkriegen, wenn eine Person in theoretisch verschwindet, weil die ja nicht mehr da ist. Das ist richtig. Und das können wir aber, glaube ich, noch ein bisschen genauer thematisieren. Ja, da kommen wir so zum nächsten Punkt. Ich krieg noch an das, ja? Mit der, ja, mach dich mal ein bisschen. Du kannst da kurz hinwenden. Ich sehe dir gleich eine Schuhe. Also, was wir hier jetzt mit der zweidimensionalen Flachlandwelt gemacht haben, wollen wir jetzt natürlich auch eine Dimension höher machen. Und es ist so, dass die Stelle von Moonie hier von Ingo eingenommen wird. Das wird hier ein sehr gefährliches Experiment und ich habe Ingo mehrfach davor gewarnt. Das erste Stück, was Ingo passiert ist, er ist jetzt in einem dreidimensionalen Gefängnis eingesperrt.
Wie ihr seht, kann er weder nach vorne sich befreien, noch nach hinten, noch nach links, noch nach rechts, auch nicht nach unten, auch nicht nach oben. Ingo ist völlig eingesperrt in seinem Gefängnis. Ich bin nicht ganz sicher, was wir wirklich tun wollen. Das ist sehr gefährlich. Aber wir haben es so abgemacht, Ingo war einverstanden. Es ist nämlich so, dass Ingo da einen Freund in der dritten Dimension hat. Ein vierdimensionales Alien, was sich irgendwo um uns herum befinden könnte, aber vermutlich ein bisschen in Anna- oder Katze-Richtung verschoben, sodass wir es gar nicht sehen können. Und dieses Alien heißt Griff. Und Ingo und Griff haben sich sehr gut angefreundet und Griff hat sich tatsächlich bereit erklärt, Ingo für uns hier, damit wir es alle mal live legen können, aus unserer dreidimensionalen Welt herauszuheben, ein bisschen in Anna-Richtung zu verschieben, sodass er einfach verschwindet. Und dann außerhalb von seinem Gefängnis wieder in unsere Dimension zurückzusetzen. In unsere dreidimensionale Welt. Ihr müsst wissen, unsere dreidimensionale Welt ist für Griff natürlich genauso flach, wie uns der Tisch hier flach vorkommt. Deswegen kann Griff Ingo hier ganz leicht aus seinem Gefängnis befreien. Okay, es gab natürlich auch eine Bedingung, dass Griff da mitmacht. Und zwar hat Griff gesagt, wir dürfen aber nicht gucken. Aber jetzt glaub nicht, dass das hier ein Trick ist oder so. Ich darf auch nicht gucken, ja? Ich mache auch meine Augen zu, nur dass das klar ist. Und Ingo muss auch seine Augen zumachen. Also es kann nur funktionieren, wenn wirklich alle ihre Augen zumachen. Deswegen beschwöre ich euch jetzt. Damit Griff hier wirklich mitspielt, darf keiner gucken. Deswegen werde ich jetzt gleich bis 3 zählen. Und dann machen wir alle unsere Augen zu. Wirklich zu, nicht blinzeln. Dann werde ich Griff bitten, Ingo hier in die vierte Dimension in einer Richtung zu verschieben. Sodass er dann verschwinden wird. Und dann werde ich sagen, dass wir die Augen wieder öffnen können, wenn ich glaube, dass Griff genug Zeit hatte. Und dann gucken wir mal, was passiert ist, okay? Sind wir alle bereit? Sind alle einverstanden, wirklich die Augen zu schließen, ja? Okay, gut. Also, nach 3 die Augen schließen. 1, 2, 3. Ich habe meine Augen auch zu. Alle Augen zu. Okay, lieber Griff, bitte nimm Ingo und beweg ihn ein bisschen in andere Richtung. Okay, ich nehme an, das war's. Wir können die Augen wieder aufmachen. Ingo ist verschwunden! Er ist einfach nicht mehr da! Ingo ist einfach weg! Und wie ihr seht, kann ich hier sogar durch dieselben Stellen, wo Ingo war, durchlaufen. Ich spüre nichts. Ingo ist vermutlich nur ein paar Millimeter in andere Richtung verschoben, aber ich bin nicht davon. Was war denn da? Kann man da langlaufen? Achso, das Gefängnis, das war nur für Ingo da. Also, ich merke hier wirklich gar nichts. Ja? Meine drei Augen sehen hier nichts mehr, obwohl Ingo wahrscheinlich direkt hier in der Nähe ist. Und nachdem ich den Vorteil nicht alleine zu Ende halten will, bitten wir das fünfte Mal, Ingo wieder zurückzubringen in unsere dreidimensionale Welt. Also bitte auf 3 nochmal die Augen schließen. 1, 2, 3 die Augen zu. Und 5, bitte bring uns Ingo zurück, am besten außerhalb vom Gefängnis. Okay, ich höre nichts, aber es wird schon passen. Und die Augen wieder auf. Da ist er wieder! Ich habe extrem laut geschrien. Hast du was gehört? Dann lässt sich Schall wohl nicht in der vierten Dimension übertragen. Okay. Gut, wir kommen zu einem ganz praktischen Problem der vierten Dimension. Falls es da keine weiteren Fragen gibt, gibt es noch Fragen gerade? Ein ganz praktisches Problem in der vierten Dimension für Aliens wie Griff ist folgendes. Es gehen ständig ihre Schnürsenkel auf und sie stolpern. Oh, da hat sich Griff wohl gerade einen Scherz erlaubt, schon eingekauft. Naja, also jedenfalls gehen Knoten im Vierdimensionalen sehr leicht auf. Deswegen haben die Probleme mit ihren Schnürsenkeln. Und jetzt sagen manche von euch vielleicht, ja, meine Schnürsenkel gehen auch so leicht auf, obwohl ich im Dreidimensionalen lebe. Aber dafür haben Mathematiker eine Lösung. Nämlich, wenn Mathematiker einen Knoten machen, dann verbinden sie am Ende die zwei losen Enden, sodass es sich wirklich nicht mehr lösen kann. Und so ein Bild sehen wir hier. Das ist eine Schnur, die zu so einem sogenannten Kleeblattknoten gebunden wurde. Die geht da so ein paar Mal drüber und drunter und am Ende hat man sie zusammengemacht, sodass sie quasi ein Kreis ist, der irgendwie verschlungen ist. Das ist der Kleeblattknoten, ein sehr schöner Knoten. Und man kann sich vorstellen, wenn man da jetzt irgendwo anzieht, wird man es nicht schaffen, den Knoten wieder komplett zu enthättern, sodass einfach ein schöner runder Kreis rauskommt. Ja? Das bleibt verheddert, egal wie ich anziehe. Also im Dreidimensionalen kann man aus einer Schnur einen Knoten bilden und dann ist das halt ein Knoten und da lässt sich auch nichts dran ändern.
Aber im vierdimensionalen ist das anders. Da gehen die Schnürsenkel ständig auf, weil sich solche Knoten hier nicht bilden lassen. Und das wollen wir jetzt nochmal vorführen hier. Also, wie läuft das denn? Was ist denn das Problem, wenn ich hier an der Schnur anziehe? Warum verhält sich denn da überhaupt was? Naja, irgendwo stößt halt ein Stück Schnur an einem anderen Stück Schnur an und kommt dann nicht durch. Wenn die Schnur sich einfach selbst durchdringen könnte, dann wäre es überhaupt kein Problem, das zu enthältern, ja? Wenn das da keinen Widerstand gäbe und einfach durchflutschen würde, die eine Schnur durch die andere. Dann müsste man nur einmal straff ziehen und schon wäre das erledigt. Aber geht halt in der dritten Dimension nicht, wenn ich da irgendwie versuche straff zu ziehen, dann gibt es immer Stellen, wo es gut wäre, zu enthalten, wenn das durchgehen würde, aber muss halt nicht durchgehen, weil die Schnur sich nicht selbst durchdringen kann. Soweit verständlich. Wie ist das jetzt in der vierten Dimension? Wenn man da einen total komplizierten Knoten hat und einfach mal anzieht, naja, da wird es doch auch so sein, oder? Dass manchmal ein Stück Schnur mit einem anderen Stück Schnur zusammenkommt und dann bleiben die da aneinander hängen und können nicht durcheinander durchgehen, richtig? Aber das, was ich hier gerade vormache, ist ja nur im Dreidimensionalen. Es gibt jetzt noch eine vierte Dimension und die hilft hier folgendermaßen. Ein vierdimensionaler Alien könnte jetzt dieses Stück Schnur hier nehmen und könnte es einfach mal kurz in andere Richtung anheben. Weil wenn das etwas in einer Richtung angehoben hat, dann stößt es nicht mehr mit dem anderen Stück Schnur zusammen. Weil das hat er ja nicht in einer Richtung angehoben. Das war genauso wie bei Moody, was plötzlich durch die Wände hier laufen konnte. Es konnte nicht wirklich durch die Wände laufen, aber die Wände waren halt woanders. Und es war auch genauso wie Quirk, wie er gerade geholfen hatte, durch die Gefängniswände, die waren solide. Zumindest für Ivo? Zumindest für mich konnte ich nicht durchlaufen. Aber ich war ein bisschen Anna. Gar nicht viel Anna, nur sachte Anna. Und da waren die Wände nicht mehr, da konnte ich mich frei bewegen. Also was macht der vierdimensionale Alien jetzt hier mit diesen zwei Stück Schnur, die nicht durcheinander durchgehen? Naja, er nimmt das eine Stück Schnur, bewegt es ein bisschen in andere Richtung. Wir würden dann folgendes sehen, die Schnur ist verschwunden. Dann würde er sie rüber bewegen und wieder in Cutter-Richtung absetzen und dann taucht die Schnur hinten auf. Anders gesagt, er kann die Schnur hier einfach durchziehen, indem er einfach dieses Teil Schnur hier vorher ein bisschen in andere Richtung bewegt. Und dann sieht das Ganze so aus, so wie er es haben sollte. Das heißt, im vierdimensionalen ist es überhaupt nicht so, dass zwei Schnüre irgendwie aneinander hängen bleiben oder so. Die flutschen einfach immer aneinander vorbei. Es ist nicht so, dass jetzt hier sich die eine Schnur durch die andere durchbewegt. Ja, das geht nicht. Das sind zwei feste Schnüre, die können sich nicht durcheinander durchbewegen. Aber es kann sich eben schon die eine Schnur etwas in andere Richtung verschieben und dann muss sich nicht mehr durchbewegen, sondern sich in andere Richtung verschoben, vorbei bewegen an der anderen. Deswegen lösen sich alle Knoten im Vierdimensionalen automatisch auf. Frage? Ja. Haben wir keine 4D-Schnüre? Keine was? 4D-Schnüre. Kein Richter, das ist eine exzellente Frage, genau. Man kann nämlich hier entweder die Schuld auf die fünfte Dimension schieben, dass die nicht gut genug ist für Knoten, oder auf das Knotenmaterial. Wir haben jetzt gesehen, eindimensionale Schnüre, einfach so Linien, die lassen sich in vier Dimensionen nicht verknoten. Das Ergebnis wird immer entkellerbar sein. Aber was ist, wenn man andere Arten von Schnüren nimmt? Was ist, wenn man zum Beispiel nicht Linien miteinander verknotet, sondern Flächen, zweidimensionale Flächen? Also wir nehmen jetzt einfach auch bei dem, was wir knoten, was höherdimensional ist. Ja? Eine Schnur, das ist ja im Prinzip was ganz Dünnes, die hier schaut relativ dick aus, aber die dürfte ja auch ganz, ganz dünn sein. Also das ist im Prinzip was Eindimensionales, so eine Linie. Und jetzt nehmen wir stattdessen zweidimensionale Sachen, die wir verknoten wollen, also Flächen. Könnte es sein, dass man in einem vierdimensionalen Raum zwei Flächen verknoten kann? Und wir sagen euch, es geht sogar besser. Man kann sogar eine Fläche mit einer Schnur verknoten. Also was zweidimensionales mit etwas Eindimensionales. Hier haben wir bis jetzt gesagt, wir wollen einen Knoten lösen, also das eine Schnur, die irgendwie verknotet ist, und die wollen wir lösen. Aber wir wollen jetzt ein bisschen was anderes machen, nämlich zwei Teile trennen. Also man kann sich ja auch vorstellen, wie man im Dreidimensionalen zwei Schnüre nehmen würde und die beiden Schnüre irgendwie verbinden würde. Nämlich man würde einfach die eine Kreisschnur so gehen lassen und die andere so, sodass sie da innen durchgeht. Ja? Also zwei so Ringe, die sind halt verbunden, die kann man nicht trennen. Und das gleiche machen wir jetzt eine Dimension höher mit einer Kugeloberfläche und einer Schnur. Was wir also machen wollen ist, wir wollen irgendwie die Kugeloberfläche, also die Oberfläche von einem Globus, wie ihn vielleicht vorsagt, oder das Wikipedia-Logo, wenn man oben noch fertig puzzelt, das wollen wir jetzt irgendwie verheddern mit einer eindimensionalen Schnur, wo wir mal irgendwo anfangen können zu spannen und dann schauen wir mal, wie die verlaufen soll. Eine Möglichkeit, die einem vielleicht sofort einfällt, wie man die beiden Sachen verheddern könnte, wäre folgende. Man nimmt einfach die Schnur und packt sie in das Innere von dieser Oberfläche, in das Innere von der Kugeloberfläche. Wir können das auch live vormachen. Stellt euch hier eine Kugel vor, es geht um die Oberfläche. Und hier innen drin ist eine Schnur. Wunderbar. Hier ist so eine kleine Schnur, ich habe die gar nicht besonders verknotet oder so, die ist einfach da innen drin. Im Dreidimensionalen würden wir jetzt sagen, wenn ich versuche, die Schnur hier raus zu bewegen, stoße ich an. Also kann ich diese zwei Sachen nicht voneinander trennen. Ja, ist vielleicht geschummelt, ist nicht wirklich verknotet.
aber man kann die Schnur jetzt nicht wirklich von der Kugeloberfläche trennen. Aber was würde, ein vierdimensionaler Alien machen? Was würde Fisk tun? Ja? Genau, ich lasse die Kugel einfach, wo sie ist. Ich nehme die Schnur, bewege sie ein bisschen in eine andere Richtung und dann kann ich einfach hier rüber gehen, weil da, wo ich lang gehe, in eine andere Richtung verschoben, da ist gar keine Kugeloberfläche mehr. Und dann kann ich meinetwegen die Schnur wieder in Cutter-Richtung absetzen und dann ist die Schnur außerhalb und es hat gar nichts gebracht, war nicht wirklich verknotet. Wir müssen uns was Schlaueres einfallen lassen. Wie wir eine Schnur mit einer Kugeloberfläche verknoten. Sind wir alle in einem Boot, ja? Das war ein Versuch, die Kugeloberfläche mit einer Schnur zu verheddern. Der Versuch hat nicht funktioniert, weil Kluft sofort die Verhedderung hat geklickt machen können, ohne dass er mit einer Schere ankommt, Sachen abzuschneiden. Es ist tatsächlich möglich, die Verhedderung vorzunehmen, aber es ist nicht so leicht. Genau, also wenn es nicht funktioniert, die ganze Schnur einfach klein zu machen und in die Kugel reinzulegen, dann muss wohl ein Teil der Schnur irgendwie außerhalb der Kugel sein und ein Teil der Schnur innerhalb der Kugel sein. Das heißt, wir fangen mal hier an. Wir lassen die Schnur mal hier starten und gehen jetzt mal hier so mit der Schnur entlang, nähern uns der Kugel ein bisschen an und jetzt fragen wir uns, was machen wir? Wir dürfen jetzt nicht an der Kugel anstoßen, ja? Die zwei Sachen sollen sich nicht berühren. Aber wir wissen ja schon mittlerweile, was man da macht, wenn man hier jetzt durch möchte. Man bewegt sich halt vorher ein bisschen in eine andere Richtung, dann ist nämlich die Kugeloberfläche verschwunden. Dann fädelt man, ja, ich bin jetzt in eine andere Richtung gegangen mit der Schnur, dann fädelt man sich hier so da rein und da ist gar nichts im Weg. Jetzt gehe ich wieder in Cutter-Richtung und jetzt ist es so, als wäre ich durch die Oberfläche durchgegangen, weil die Schnur hier innen plötzlich wieder auftaucht. Und was mache ich hier unten? Man könnte jetzt denken, ich gehe hier halt wieder ein bisschen in eine andere Richtung, gehe hier wieder raus, gehe wieder in Cutter-Richtung und gehe zurück zu meinem Startpunkt. Aber das würde auch nicht funktionieren, denn ich bin sowohl hier oben als auch hier unten einen Bogen in aller Richtung gelaufen, um in die Kugel reinzukommen. Und das würde genauso nicht funktionieren, wie folgendes Alltagsphänomen nicht funktioniert. Wenn ihr die Schnur verknoten wollt mit nicht einer zweidimensionalen Oberfläche, sondern mit einem eindimensionalen Kreis, mit so einer Kreislinie, wenn wir das verändern wollen, dann können wir mal folgendes versuchen, aber es ist nicht unendlich clever. Wir gehen so, jetzt gehen wir oben rüber, jetzt gehen wir runter, und jetzt gehen wir wieder oben rüber zurück. Jeder sieht, das ist nicht verheddert. Ich kann einfach die Schnur nehmen und wegziehen, und das ist erledigt. Und genauso kann ich hier das Teil, was innerhalb der Kugel zu sein scheint, jetzt einfach insgesamt ein bisschen in eine andere Richtung hochheben und dann kann ich die ganze Schnur hier rausziehen. Überhaupt kein Problem. Wir haben ja also was falsch gemacht. Was haben wir falsch gemacht? Naja, es wäre doch viel schlauer gewesen, beim Rausgehen diesmal unten rumzugehen. Wenn wir einmal oben rum und dann einmal unten rumgehen, dann sind die zwei Schnüre verheddert. Da kann man jetzt anziehen und sie bleiben zusammenhängen. Und genauso machen wir das hier auch. Wir gehen, wenn wir oben reingehen, dann machen wir einen Bogen in aller Richtung, um an der Kugel vorbeizukommen. Aber wenn wir wieder rausgehen, machen wir einen Bogen in Cutter-Richtung, um an der Kugel vorbeizukommen. Und das wollen wir jetzt hier mal kurz mit Farbe andeuten. Rot soll mal die andere Richtung sein und blau die Cutter-Richtung. Haben wir blau und beide? Blau. Sehr gut. Ein wunderschönes Blau hier. Richtig schönes Blau. Aquamarinblau, glaube ich. Ja, ja, genau. Weiß nicht, ob man jetzt schon ganz genau sieht, warum das jetzt verheddert ist. Warum, wenn ich hier anziehe, wo das jetzt dann anstößt, sozusagen die Schnur an die Kugel. Deswegen haben wir da mal was vorbereitet. Ingo hat da mal eine Kleinigkeit programmiert mit dem Programm Blueplot. Und ihr seht hier eine Animation von einer Kugeloberfläche und einer Schnur, die im vierdimensionalen Raum verknotet sind. Also ja, man sieht jetzt gerade nicht so viel. Man sieht eigentlich nur die Kugel und dann rechts noch so ein kleines schwarzes Stückchen. Können wir mal in die Kugel reinschauen? Wir können mal in die Kugel reinschauen, machen die Kugel mal transparent. Aha, da ist noch so ein kleines schwarzes Stückchen, was sich irgendwie bewegt. Okay, bisschen komisch. Die Schnur ist ein bisschen aufgeregt, deswegen zittert sie. Ja, genau. Also wo ist der Rest von der Schnur? Ja? Das da innen, das da außen sind zwei kleine Stücke von der Schnur. Wo ist der Rest? Den sehen wir gerade nicht, weil er in der vierten Dimension verschoben ist. Und zwar geht die Schnur hier halt so oben rum und sie geht da so unten rum. Und der obere Teil ist in aller Richtung verschoben und der untere Teil ist in Cutter-Richtung verschoben. Wir sehen sozusagen nur einen dreidimensionalen Schnitt von diesem eigentlichen vierdimensionalen Bild, was wir nicht so richtig anzeigen können. Das ist also genau das, was wir sehen würden, wenn Quiff das jetzt gerade vormachen würde. Wir können nicht von Anlauf nach Cutter sehen, deswegen sehen wir nur den Teil der Schnur, der nicht in Anlauf nicht in Cutter-Richtung verschoben ist. Jetzt sagt ihr vielleicht, wir wollen die Schnur trotzdem sehen.
Deswegen lassen Sie es jetzt einfach trotzdem anzeigen und wir machen es mit Farben, genauso wie hier gerade. Rot heißt, dass das, was Sie da sehen, das dürfen wir eigentlich gar nicht sehen, weil es nämlich in andere Richtung verschoben ist. Blau heißt, in Cutter-Richtung verschoben. Und jetzt können wir ausprobieren, wie das ist, wenn wir jetzt versuchen, die Schnur zu verschieben. Versucht doch mal, die Schnur einfach nach rechts aufzuziehen. Rechts verschwindet ein Teil der Schnur, das ist keine Absicht. Das ist nur hier, weil die Darstellung aufhört, ja. Aber manchmal, noch kann ich es machen. Ich drücke weiter X, ich drücke ja immer noch. Aber jetzt kann sich die Schnur nicht mehr verschieben. Sie ist jetzt angestoßen. Dieser ganz linke Teil da der Schnur, das linke Ende der Schnur da, das ist schwarz. Das bedeutet, es ist nicht in der vierten Dimension verschoben. Das heißt, es stößt tatsächlich an der Kugeloberfläche an. Der Teil unten und oben, der blaue und rote Teil, die schauen gerade so aus, als würden sie durch die Kugeloberfläche durchgehen, aber in Wahrheit geht es nicht durch, sondern es geht dran vorbei, nämlich in der vierten Dimension. Okay, genauso ist das jetzt, wenn wir die Schnur nach unten oder oben zu verschieben versuchen. Da stößt sie halt auch mit diesem schwarzen Teil links an. Und vielleicht willst du nochmal die Perspektive ein bisschen drehen. Mach ich. Vielleicht, seht ihr das? Das stößt unten an. Dort, wo es schwarz ist, dort, wo es wirklich vorhanden ist. Ich mach's mal kurz aus. Da, wo wirklich die Schnur ist, da stößt es halt an. Und genauso könnten wir sie jetzt auch nach vorne und hinten bewegen, die Schnur, und würde sehen, sie würde halt vorne und hinten an der Kugel anstoßen. Aber das Interessantere noch ist vielleicht, die Schnur in Anna- oder Cutter-Richtung zu verschieben. Was passiert, wenn wir jetzt die Schnur als Ganzes nehmen und versuchen, sie in Anna-Richtung zu ziehen? Wo stößt sie dann an? Naja, also die Kugel lassen wir, wo sie ist, ja? Deswegen sehen wir die auch die ganze Zeit. Aber die Schnur verschieben wir jetzt in Anna-Richtung und das wurde ja durch die Farben deutlich. Jetzt verschieben wir sie gerade, deswegen sehen wir, sie wird insgesamt roter, die Schnur, weil mehr von ihr in Anna-Richtung ist und weniger von ihr in Cutter-Richtung verschoben ist. Ist unten noch so ein bisschen blau, weiß nicht, ob man das sieht, aber insgesamt ist sie jetzt hauptsächlich rot. Und um genau zu sehen, wo sie jetzt eigentlich angestoßen ist, machen wir vielleicht nochmal die Farben aus. Dieses Stück, was da gerade noch innerhalb von der Kugel ist, das ist jetzt angestoßen. Kannst du nochmal ein bisschen wegbewegen, wieder hinbewegen? Da stößt die Schnur an, weil immer ein anderer Teil der Schnur sich mit unserer dreidimensionalen Welt schneidet. Und dieses Stück, was sich mit unserer Welt schneidet, das darf halt nicht gleichzeitig die Kugel schneiden, sonst würden die zwei sich ja berühren oder durchdringen. Das darf nicht passieren. Genau, also so sehen wir, was passiert, wenn man die Kugel in Anna- oder Cutter-Richtung verschiebt. Und ja, ich glaube, damit sehen wir können wirklich die Schnur aus der Kugel hier nicht rausziehen. Selbst Krift, der die vierte Dimension zur Verfügung hat, wenn er da anzieht, dann bleibt das hängen. Wir bräuchten schon einen fünfdimensionalen Alien, damit er das wieder aufnimmt. Wir sehen also, diese Rettung ist wirklich möglich. Wir können in vier Dimensionen eine zweidimensionale Oberfläche mit einer eindimensionalen Schnur retten. Wenn ihr sagt, ich fand diese Animation richtig, richtig gut, oder wenn ihr sagt, ich fand diese Animation so richtig, richtig schlecht, ich hätte sie gerne besser, dann gibt es eine Möglichkeit, nämlich die ist nicht durch Magie entstanden, sondern dadurch, dass wir das halt programmiert haben, in einer Programmiersprache, in einem System, was Nuplot heißt, ich zeige dir den Quellcode, und jeder Einzelne von euch, egal wie jung oder alt, ist in der Lage, das Programmieren zu lernen, wenn er oder sie das möchte. Wenn ihr wissen wollt, wie man da anfängt, wenn man sagt, wie kann ich von null ausgehend eine Website wie Facebook programmieren, dann kommt einfach nachher zu uns, wir können euch ein paar Einstiegsmöglichkeiten aus. Gut, als nächstes wollen wir mal ein bisschen rechnen, in Anführungsstrichen. Wir wollen mal über sowas wie Volumen reden und wieder ganz niedrig anfangen, ganz niedrigdimensional, nämlich zweidimensional. Da das linke Bild da oben, das ist ein Quadrat der Seitenlänge 1 und darin ist ein Kreis, und zwar der größte Kreis, der da reinpasst. Wir haben also Durchmesser 1, dieser Kreis, und wir fragen uns, was ist denn die Fläche von diesem Kreis? Dafür gibt es Formeln, um das auszurechnen. Die Fläche von dem Kreis ist r Quadrat Pi. Krass, doch kennst du Formeln auswendig. Oh, ist bei dir jetzt eigentlich da? Ja. Ich habe das nicht gesagt. Den Vortrag machst du noch fertig, aber dann müssen wir es unterhalten. Jedenfalls haben wir das schon mal für euch eingesetzt. Also in r Quadrat Pi haben wir r den Radius als ein Halb gesetzt, weil 1 war ja der Durchmesser von diesem Kreis. Und dann kommt da Pi Viertel raus. Und das ist so circa 0,78. Also, wenn das Quadrat hier hat die Fläche 1. Ein Quadratmeter, 1,1 Meter. Ja, und der Kreis hat dann nur die Fläche 0,78 Quadratmeter, also etwas weniger. Klar, das sind ja auch Teile, die nicht zum Kreis gehören, aber schon zum Quadrat. Jetzt gehen wir aber lieber ein bisschen höher in die Dimension und gucken uns, was da passiert. Wenn wir uns das im Dreidimensionalen anschauen, dann nehmen wir als einen Würfel, der hat Kantenlänge 1.
Damit hat er also genau einen Kubikmeter als Volumen. Aber was ist die größte Kugel, die da reinpasst? Die hat halt wieder Durchmesser 1. Was hat die für ein Volumen? Dafür gibt es auch Formeln. Und da kommt raus Pi Sechstel. Und das sind ca. 0,52. Das Interessante daran ist, dass das deutlich weniger gekoppelt ist. Und was entspannt daran ist, ist, obwohl wir uns die vierdimensionale Kugel und auch das vierdimensionale Tesserakt nie perfekt vorstellen können, so sind diese Objekte trotzdem einer mathematischen Analyse zugänglich. Und insbesondere können wir herausfinden, welches Volumen diese Körper haben. Auch die Formeln dafür sind bekannt, stehen auf Wikipedia, ihr könnt sie euch dort nachschauen. Und wenn man das alles einsetzt und ausrechnet, das haben wir hier schon gemacht, kommen nun mal diese Werte raus. Also zum Beispiel die vierdimensionale Kugel, wenn die so ein Tesserakt eingesperrt ist, die hat Volumen 0,308 Quadratmeter. Und dieses Volumen hier, also das ist immer im Vergleich zum Volumen von dem Würfel außenrum. Ja? Und das Verrückte ist jetzt eben, dass das wirklich immer kleiner wird. Wenn wir im siebendimensionalen Raum sind, einen siebendimensionalen Hyperwürfel nehmen und da die größte siebendimensionale Kugel reinpacken, die wir reinkriegen, dann hat die nur noch ein Volumen von 0,037, also nur ca. 4% des Volumens von dem ganzen Würfel. Die sind die sonst genauso wie sonst die vierte, nur dass man halt nicht nur eine Rundungsrichtung braucht, sondern nochmal eine zweite, um auf 5 zu kommen, eine dritte, um auf 6 zu kommen und dann eigentlich nochmal eine vierte, um auf 7 zu kommen. Das heißt, man muss lauter neue griechische Namen erfinden für diese Richtungen. Genau. Aber ansonsten genauso, ja. Okay, jetzt denkt ihr vielleicht, dass das ja irgendwie relativ sinnloses Rumgerechnen ist. Stimmt aber überhaupt nicht. Das ist, hat auch sehr viel mit dem praktischen Leben zu tun. Und zwar für diejenigen von uns, die gerne Dart spielen. Und außerdem sehr schlecht Dart spielen. Wenn wir uns das nämlich mal folgendermaßen vorstellen, eine Dartscheibe, das ist ja so ein runder Kreis, ja, und die möchte man ja für gewöhnlich gerne treffen. Jetzt sagen wir mal, wir sind so schlecht, dass wir nicht wissen, ob wir die treffen. Aber zufällig treffen wir immer in dieses Quadrat, was da gerade so außen rum passt um die Dartscheibe, ja, so wie es da links oben dargestellt ist. Wenn ich weiß, ich treffe immer in dieses Quadrat, aber ich habe keine Ahnung, wo ich treffe, an einem völlig zufälligen Punkt in diesem Quadrat, wie oft werde ich dann wenigstens noch die Scheibe treffen? Und da haben wir dreidimensionale Menschen es halt gut. Wir werfen auf zweidimensionale Dartscheiben, deswegen haben wir noch eine Chance von 78% zu treffen. Hingegen, wenn ein achtdimensionaler Alien hier geht und auf seine siebendimensionale Dartscheibe wirft und nur so gut wirft, dass er auf jeden Fall in den siebendimensionalen Hyperwürfel trifft, dann hat er nur eine Chance von ca. 4% auf die Scheibe zu treffen. Das ist halt sehr bitter. Also die Moral von der Geschichte ist, Kugeln werden irgendwie immer kleiner im Vergleich zu Würfeln, wenn man eine Dimension hochgeht. Das ist ein bisschen komisch. Und es gibt noch so ein zweites Volumenphänomen, was wir euch jetzt zeigen wollen. Und das hat eine kleine Vorgeschichte. Und zwar war das so, dass ich das ursprünglich gar nicht kannte, sondern Matthias. Matthias ist darüber gestolpert und hat mir aufgeregt eine E-Mail geschrieben. Ich lese die E-Mail und noch bevor ich ganz fertig bin mit Lesen, bin ich auch schon total gehypt auf dieses wahnsinnige Volumenphänomen, was wir euch gleich zeigen werden. Und ich denke mir, das Phänomen ist so krass, das müssen wir unbedingt auch beim nächsten Warm-up vor der Analysis 1 Vorlesung unbedingt den Studierenden, jungen, wissbegierigen Menschen unbedingt zeigen, weil das zu toll ist, weil es unmoralisch ist, dieses Faktum zu verschweigen. Also aufgeregt machen wir eine Präsentation, bereiten uns vor und gehen zum nächsten Warm-up. 100 Studierende, der Raum ist voll. Wir voller Begeisterung erklären, wie diesen Zusammenhalt wirklich verständlich gut. Ihr seht gleich die Skizze, es wird richtig toll. Und alle Studenten waren völlig unbeeindruckt. Deswegen probieren wir es jetzt nochmal. Und erklär das nochmal. Es geht um küssende Hyperkugeln. Die Idee ist folgende. Nehmt am einfachsten ein Quadrat und setzt in die vier Eckpunkte von dem Quadrat jeweils einen Kreis. Und zwar genau so, dass sich die vier Kreise, wie wir sie dort sehen, genau treffen, genau küssen, auf halber Höhe. Also das ist kein Witz, ja. Küssen ist das mathematische Fachwort für dieses Problem. Nur ist es klar. Wikipedia Kissing Hypersphere. Und was man dann machen kann, ist, man kann ausrechnen, wie groß die größte Kugel ist, die gerade noch in die Mitte reinpasst. Die anwesenden Studierenden oder auch alle anderen Leute, die die Formel von Pythagoras auswendig kennen, können das berechnen. Das haben wir aber schon vorher gemacht. Da kommt dann raus, der Radius, also der halbe Durchmesser, von der Kugel, die da gerade noch Platz hat, ist Wurzel 2 minus 1. Kann ausrechnen, was da ungefähr rauskommt. Ah, haben wir nicht gemacht. Also, okay. Dann machen wir das lieber eine Dimension höher. Dann nehmen wir also statt Kreisen Kugeln, Bälle,
und nicht nur 4 Stück, sondern 8 Stück und machen die in so einem schönen, regelmäßigen Muster, wie so an die Ecken eines Würfels. Das haben wir hier mal kurz vorbereitet mit ganz weihnachtlichen Orangen. Und dann fragt man sich. Nicht, dass jemand denkt, dass wir die das später wegschmeißen. Nachher machen wir eine Orangenparty und wir sind alle eingeladen. Mindestens 8 Leute können damit essen. Jetzt fragen wir uns, was ist die größte Kugel, die da innen rein hier noch reinpassen würde? Und wenn man da jetzt so genau seitlich durchschaut durch diese 8 Kugeln, dann sieht das Bild ja eigentlich genauso aus wie da oben. Das heißt, die Kugel, die da gerade noch so durchfallen würde, die wäre genauso groß wie diese Kugel da, ja? Aber die Kugel, die da innen reinpasst, wenn ich da wirklich so reinmache, dass sie die 8 Orangen berührt, dann wird die ja nicht da rausfallen, die ist ja da festgehalten. Das heißt, die muss ein bisschen größer sein. Also die größte Kugel, die da zwischen 8 3 minus 2 Kugeln reinpasst, die hat als Radius Wurzel 3 minus 1 und das heißt ein bisschen mehr als Wurzel 2 minus 1. So, und jetzt könnt ihr euch denken, wie die Serie weitergeht, auch wenn ihr nicht die Formel von Pythagoras auswendig kennt. Wir können uns mal anschauen, wie es in Vierdimensionen aussieht. Nun, da ist der Radius, also der halbe Durchmesser von dieser Hyperkugel, die da gerade noch reinpasst. Wurzel 4 minus 1. So, Wurzel 4, können wir das ausrechnen? Gesucht ist eine Zahl, die mit selbst mal genommen 4 ergibt. 1. Machen wir die Probe, guter Versuch, 1 mal 1 gibt 1. 1, glaube ich, ja. Das ist nicht 4, schade. Ist nicht 4. Und die nächste Zahl? 2 mal 2, aha. Also Wurzel 4 ist 2, vielen Dank für diesen Hinweis. So, und 2 minus 1 ist 1, das heißt, der Radius von der inneren Kugel ist 1 und 1 war auch der Radius von den 16 äußeren Kugeln, die an den 16 Ecken von dem Tesserakt positioniert waren. Das heißt, wir haben hier 17 gleich große Kugeln, die auf eine wunderschöne Art und Weise im vierdimensionalen Raum angeordnet sind. Diese wenn kleine Kugel, die da gerade noch Platz hat, das ist keine kleine Kugel, das ist eine große Kugel, die ist genauso groß wie die 16 Ecken. Wenn ihr zufällig mal in die Situation kommt, dass ihr ein vierdimensionales Alien geworden seid und ihr 17 vierdimensionale Kugeln gerade mal so zufällig rumliegen habt, tut mir bitte den Gefallen, ja? Und nehmt euch einen Tesserakt, damit ihr wisst, wie ihr die ersten 16 Kugeln anordnen müsst. Und steckt dann noch, wahrscheinlich muss man dazu noch mal was aufmachen, kann ich mir jetzt gerade nicht vorstellen, steckt dann noch die 17. innen rein. Ja? Das ist eine Kugel innen und dann 16 Kugeln, die außen rum sind, die die innere alle berühren und die sich schön gegenseitig alle symmetrisch berühren. Das muss wunderschön ausschauen. Aber wir haben hier noch eine interessante Info, nämlich wenn man n einsetzt, dann wie schon erwartet, steht da einfach eine n unter der Wurzel. Und nun ist es so, was passiert, wenn man ein bisschen höhere Dimensionen als 4 nimmt? Also wir haben gesehen, im Zweidimensionalen ist das ein ziemlich kleiner Kreis, der da innen noch reinpasst. Im Dreidimensionalen passt da ein bisschen größere Kugel zwischen die Orangen. Im Vierdimensionalen ist die innere Kugel genauso groß. Und bei höheren Dimensionen ist die innere Kugel noch größer. Also größer als die äußeren Kugeln. Das heißt, und sie wird nicht nur ein bisschen größer, sondern wenn wir n groß genug machen, wenn wir Dimensionen groß genug machen, dann kriegen wir auch diesen Radius von der Kugel beliebig groß. Das heißt, die ragt über den umgebenden Würfel raus. Die ist größer als der Würfel. Die passt nicht mehr komplett rein. Also das ist ein bisschen komisch, ja? Die Kugel, die wir da rein tun, die wird wirklich begrenzt von den anderen Kugeln, die da außen rum sind. Im vierdimensionalen Raum wären es 16 Kugeln und die berühren die gerade, so von innen. Und im hundertdimensionalen Raum wären es wesentlich mehr Kugeln, aber die innere Kugel berührt die gerade so von innen, ist aber trotzdem viel größer als die äußeren Kugeln, die sich überhaupt beschränken. Da sehen wir also, dass Kugeln irgendwie immer größer werden in großen Dimensionen. Und vielleicht könnte man auch sagen, immer stacheliger werden, weil sie müssen ja irgendwie aus diesem Hyperwürfel hinauskommen, ja, aber sie sind ja trotzdem durch die anderen Kugeln gefangen. Also irgendwie kommt es einem so vor, als wären höherdimensionale Kugeln irgendwie stachelig oder so oder sehr langgestreckt in manche Richtungen, aber es sind natürlich trotzdem perfekte, runde Kugeln, die in alle Richtungen gleich dick sind. So ist das mit den höheren Dimensionen. Und hier sehen wir, dass die vierte Dimension schon was Besonderes ist, nicht nur weil es 3 plus 1 ist, sondern auch weil da die kleine Kugel, die innen reinpasst, genau gleich groß ist wie die äußere. Das nächste Thema machen wir, weil wir nicht mehr Zeit haben, in 60 Sekunden, in sehr hohen Geschwindigkeiten. Ihr kennt alle die Feynman-Relativitätsrätsel, Relativitätsrätsel, Albert Einstein. Erst kürzlich wieder ganz toll, exponentiell steht durch die Gravitationswelle. Albert Einstein hat diese Theorie formuliert, in 3 Raumdimensionen, Längenweite Höhe, und einer Zeitdimension. Mathematisch ist es auch vorstellbar, dass man in anderen Dimensionen formuliert, zum Beispiel in 2 Raumdimensionen an einer Zeit oder in 12 Raumdimensionen von einer Zeit. Und dann gibt es folgendes Resultat: 4 ist die gleiche Gesamtanzahl der Dimensionen, 3 plus 1.
wo die Theorie überhaupt nicht trivial wird, wo sie erlaubt, dass sich Materie in diesem Universum befindet. Wenn wir nur zwei Raumdimensionen hätten und dann noch eine Zeitdimension, dann könnte es uns nicht geben, dann gibt es keine Materie. Zumindest wenn trotzdem Einstein-Algorithmen für die eine gute Beschreibung der Realität liefern würde. Das nur als kleines Schmankerl für die anwesenden Physikerinnen und Physiker. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann nachher bei uns vorne. Ist ja Muni ein reines Gedankenspiel. Naja, er lebt halt vielleicht eher in so einer Newtonschen Physik. Okay. Als nächstes überlegen wir uns, was würde eigentlich passieren, wenn wir eine dreidimensionale Kugel nehmen und das zweidimensionale Flachland nehmen und die Kugel hier mal auf Flachland zubewegen. Was würde hier passieren? Nun ja, was würden die Flachländer sehen? Erstmal gar nichts, weil die Kugel ist oberhalb von ihrer Existenzlinie. Aber was passiert, wenn die Kugel die Flachlandebene plötzlich berührt? Zuerst berührt es in einem Punkt, das heißt, die Flachländer würden Folgendes sehen: plötzlich ist vor mir ein einzelner Punkt aufgetaucht, der davor nicht war. Aber dann kommt es noch schlimmer, wenn wir uns vorstellen, dass die Kugel durch Flachland einfach durchfallen kann. Weil das ist durchlässig für die Marsch. Genau, das ist einfach nichts im Weg, ja. Dann können wir die Kugel einfach durchbewegen und was sehen die Flachlandbewohner dann? Dann erscheint da nicht nur ein Punkt, sondern der Punkt wird plötzlich größer, wird ein Kreis. Irgendwann ist so groß wie der Umfang von ursprünglich der Kugel war. Dann wird er wieder kleiner. Irgendwann ist wieder ein Punkt und dann ist wieder verschwunden. Also das würden die Flachlandbewohner sehen. Und das kann man sich jetzt natürlich auch noch anders vorstellen. Also dann bewegen das durch Flachland durch. Man könnte natürlich auch einfach sagen, ich nehme einfach mal eine dreidimensionale Kugel und schneide damit ein Messer durch. Ja? Das wäre genau dasselbe, wie wenn ich so halb durch Flachland durchbewege. Das müssen wir zum Glück nicht vormachen. Wir hätten jetzt zwar auch Orschen, aber kein Messer. Und wir haben das zum Glück heute alle schon mal gesehen, so einen Schnitt durch so eine Kugel, nämlich draußen im Punsch. Ja, kann ich mich erinnern? Da lagen so Schnitte von so einer Orschen drin. Ja, ja, war sehr interessant, diese Flachlandschnitte im Punsch. Genau. Wie sähe es aus, wenn Quiff sich in Spaß erlauben würde und einen vierdimensionalen Hyperball durch unseren Raum der Existenz hinablassen würde? Von Anna beginnt immer weiter Katrin. Dann würde Folgendes passieren, zuerst gar nichts. Plötzlich erscheint hier ein Punkt, einfach freischwebend im Raum. Dieser Punkt würde sich ausdehnen zu einer Kugel, die immer größer und größer wird. Dann würde sie kurz stillhalten, weil die Ableitung dort verschwindet. Und dann würde die Kugel wieder kleiner und kleiner und kleiner werden, wäre nur noch ein Punkt und wäre dann nicht. Wenn euch das also irgendwann mal passiert, dann wisst ihr ganz genau, woran das lag. Aber natürlich. Genau, wollen wir das jetzt auch noch mit Würfeln uns überlegen? Was passiert, wenn ein vierdimensionaler Würfel in unsere Welt fällt? Und vorher, was passiert, wenn ein dreidimensionaler Würfel durch Flachland fällt? Was, wenn ich diesen dreidimensionalen Würfel nehme und hier durchbewege? Was würden die Flachlandbewohner sehen? Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, anstatt bei der Kugel, wie ich den Würfel drehen könnte, ja? Und genauso gut können wir uns ja auch wieder fragen, wie kann man eigentlich durch den Würfel durchschneiden? Was kann dabei rauskommen, wenn man einen Würfel zerschneidet? Haben wir hier zufällig irgendwo. Ah, da drüben liegt eine Steak. Was für ein Zufall! Auch wenn jemand diese Würfel macht, könnte ich zerschneiden? Ja, könnte ich zerschneiden. Die Idee kommt auch kleiner mit. Alles klar. Dann ist es jetzt soweit. Und müssen wir noch ein zweites geben, damit ich in der Unterlage sein kann. Würfel. Aber der Raum war ausgegeben, dass wir ihn nicht zerstören sollten, gell? Was? Wir sollten den Raum nicht zerstören. Ja, genau, der Raum ist geliehen. Also, was könnte passieren? Übrigens haben wir schon manchmal das so erzählt, ja, was da passieren könnte, aber wir haben es noch nie in der echten Säge ausprobiert. Das heißt, es würde höchstwahrscheinlich schief. Aber wir probieren es trotzdem mal. Also wenn ich den Würfel, so wie sie jetzt sind, nach unten bewegen würde, dann schneidet flach ja so mittig durch. Ja? Mitten durch den Würfel durch. Was wird da als Schnitt rauskommen? Das probieren wir jetzt mal aus. Einfach mal mitten durch. Kann jetzt sein, dass ein bisschen Power reicht hier. So. Soll ich nicht ganz durch, muss ich von der anderen Seite nochmal. Da funktioniert hier. War nicht so schlecht. Mal unten bitte. Bin ich da drin sicher? Sehr schön. Und was sehen wir innen? Wenn das gerade geschnitten wäre, dann hätten wir genau ein Quadrat bekommen als Schnittstelle. Wenn wir so den Würfel durch Flachland durchbewegen, sind sie also einfach nur ein Quadrat. Das Quadrat taucht plötzlich auf
und dann verschwindet es. Okay, das Quadrat hier ist ja ganz interessant. Haben wir aber eigentlich ganz am Anfang schon mal gesehen. Wir haben schon die Ecken und Kanten gezählt, müssen wir es nicht mehr machen. Hat vier Ecken. Und jetzt die Frage, kann ich auch was anderes rausfinden, was nicht vier Ecken hat? Ein Dreieck, okay, wie geht das? Wir schneiden einfach mal eine Ecke vom Gürtel ab, richtig? Ja. Okay, tun wir es mal. Ja, ich denke mal noch ein bisschen weiter weg, genau. Wunderschön, haben wir ein Dreieck rausbekommen. Okay. Jetzt frage ich mich aber, geht noch was anderes? Bietet jemand mehr als ein Dreieck? Rechteck. Rechteck? Hatten wir schon am Anfang, als ein Quadrat rauskam? Ja, man könnte es richtig schräg machen, wenn es kein Quadrat mehr ist. Aber kriegen wir auch mehr als vier Ecken? Sechsecken. Ein Sechseck kriegen wir noch hin. Okay, wenn ihr das sagt, dann probieren wir das mal. Festrunde lang? Ja, Festrunde lang kriegen wir. So. Also, das war jetzt eigentlich so, ja. Keine Ahnung. Wenn er schon gesagt hat, man schneidet nicht schon rum mit solchen Sägen, dann hat er irgendwie recht. Ich weiß noch nicht genau. Durch unseren dreidimensionalen Raum liegen. Das ist nicht der Tesserakt. Aber das ist einer von den anderen platonischen Körpern, die noch kommen. Das ist der Cube hier. Bist du sicher, dass es kein Tesserakt ist? Ja, ja. Ah. Dass das eine andere Programmierung ist, die könnt ihr auch lernen. Das ist der Beste, die es gibt. Der ist Haskell. So. Das hier ist ein Schnitt vom Tesserakt. Krass. Und gerade ist verschwunden, weil es sich aus unserer dreidimensionalen Welt rausbewegt hat. Völlig krass, oder? Man kann also einen Würfel rausbekommen, wenn man einen Tesserakt in der Mitte durchschneidet. Aber nun gibt es ja noch andere Möglichkeiten. Warte mal. Ja. Wir können ja auch noch, so wie wir den Würfel hier auch anders drehen konnten, wir konnten den Würfel so durchbewegen, aber wir hätten auch mit einer Kante nach unten oder mit einer Ecke nach unten bewegen können. Und das wäre, was wir jetzt sehen, wenn wir es richtig gemacht haben. Dann müsste das sein, wenn man den Tesserakt nicht auf eine Seite seiner Zellen nach unten zeigen legt, sondern auf eine seiner Flächen. Hast du jetzt wieder eins mehr gemacht? Jetzt habe ich alle gemacht. Gut. Jetzt ist der Tesserakt auf... nein, okay, jetzt dreht er sich einfach völlig wild, der Tesserakt, und bewegt sich trotzdem noch durch den dreidimensionalen Raum. Und wir sehen, dass da auch wirklich wilde Schnitte dabei rauskommen können.
Das sieht aus, als würde sich da was verformen, aber es ist genauso, als würde ich einen Würfel nehmen und ihn drehen, während ich ihn mit flacher Brücke lege. Dann würde es für die flache Brücke auch so aussehen, als würde es sich verformen. Nur, dass es hier noch ein paar Möglichkeiten gibt, für wie das dann eben für uns dreidimensionale Erdenbewohner aussieht. Du bricht das eigentlich immer ab, das ist eigentlich so gut da. Okay. Ich bin es. Weil ich dachte, du musst nicht so geil. Ja, der kommt schon wieder, das dauert ja circa 20 Minuten oder so. Ah, nice, okay. Also das ist eigentlich die Regel für das Rad, wie durch den dreidimensionalen Raum fliegt. Wenn ihr mal auf der Straße sowas seht, dann wisst ihr, dass Griff euch da mit Tesserakten bewirft. Ja, nur das ist geil. Gut. Okay, was hatten wir vor? Es gibt jetzt ein PDF-Verteil, dafür haben wir keine Zeit. Wenn euch das interessiert, es sieht wirklich sehr schön aus, kommt nachher zu uns. Wir machen jetzt direkt weiter mit dem letzten Punkt, der vorhin auch weiter oben gewünscht wurde, nämlich mit platonischen Körpern. Das ist das letzte Kapitel, was wir heute mit euch machen wollen. Und danach können wir auch gleich alle oben gehen und den Lektor Kunst der Fachschaft genießen. Platonische Körper, hier sehen wir nochmal alle, die es in drei Dimensionen gibt. Platonische Körper ist das, der Fachbegriff für perfekt regelmäßige Körper. Körper, wo an jeder Seite, wo jede Seite genau gleich aussieht, zum Beispiel beim Hexaeder, im Würfel, da besteht jede Seite ein Quadrat, und wo an jeder Ecke immer gleich viele Formen zusammenstoßen, zum Beispiel eben beim Würfel, oben in der Mitte abgebildet, stoßen überall immer drei Seiten zusammen. Und das sind eben die verschiedenen platonischen Körper, die es insgesamt gibt. Für eine Zeit lang hat man sich auf die Suche gegeben nach weiteren platonischen Körpern, insbesondere die alten Griechen fanden die sehr faszinierend, die haben auch eine Naturphilosophie darauf aufgebaut, aber auch schon die alten Griechen, 400 vor Christus, glaube ich, wir hatten vorhin nachgeschaut auf Wikipedia. So circa plus minus 200 Jahre, ja. Plus minus 200 Jahre, okay. Die hatten schon herausgefunden, dass es genau 5 platonische Körper in drei Dimensionen gibt. Von den Winkeln, hier kommt es einfach nicht anders, geht es nicht anders auf. Es sind nur 5 perfekt regelmäßige Körper möglich. Und das sind, die sind auch so symmetrisch, wie es nur geht, ja? Alle Flächen schauen gleich aus. Und alle Ecken schauen auch gleich aus, weil gleich viele Flächen zusammenstoßen. Genau. Was man hier noch sieht, ist, dass manche dieser platonischen Körper einen Partner haben. Ein Partner für das gesamte Leben. Platonische Körper sind sich treu. Schaut zum Beispiel den Hexaeder und den Oktaeder an. Und schaut dann mal, wie viele Ecken, Kanten und Flächen bei denen haben. Das ist eingezeichnet auf dem Beamer. Der Würfel hat 8 Ecken, 12 Kanten und 6 Flächen. Beim Oktaeder ist es genau anders. Körper, die diese Beziehung zueinander erfüllen, heißen zueinander dual. Und das kann man einfach geometrisch verstehen. Und dann stellt euch einen Würfel vor. So wie zum Beispiel den da oben in der Mitte. Stellt euch all die Mittelpunkte von den 6 Seiten vor. Und macht jetzt aus diesen Mittelpunkten einen neuen, komplett regelmäßigen Körper. Verbindet all die Mittelpunkte miteinander. Dann werdet ihr erhalten das Oktaeder, so als kleines Teil, was dann in dem Würfel drinsteht. Jetzt kann man aber auch das Oktaeder nehmen, hier oben rechts. Das hat 8 Seiten, wie der Name schon sagt. Und von diesen 8 Seiten kann man jeweils den Mittelpunkt nehmen. Dann habe ich 8 Punkte. Und wenn ich die wieder alle miteinander verbinde, was bekomme ich denn dann? Dann bin ich wieder beim Würfel rausgekommen, beim Hexaeder. Also dual heißt wirklich, man kommt vom einen zum anderen und auch wieder zurück. Naja, genau, weil also ich muss ja die Anzahl der Ecken, Kanten und Flächen, die da oben stehen, nur umdrehen. Also das ist vielleicht nicht klar, dass das passiert. Aber wenn man jeweils diese Mittelpunkte nimmt, dann wieder verbindet, dann drehen sich genau diese Anzahlen hier um. Und deswegen sehen wir, dass Würfel und Oktaeder zueinander dual sind. Entdeckt jemand ein zweites Fächer? Dodekaeder und Isokaeder. Richtig. Dodekaeder und Isokaeder, das sind auch zueinander duale Körper. Die kriegt man genauso, wenn man wieder die Mittelpunkte der Seiten nimmt und verbindet. Jetzt ist irgendwie ein platonischer Körper übrig geblieben. Hier war eine ganz tolle Anmerkung. Das Tetraeder, das ist ein Sextant. Das Tetraeder ist auch dual zum Körper, nämlich zum Tetraeder. Denn wenn man bei 4464 alle Zahlen umdreht, kommt wieder 464 raus. Das Tetraeder, das ist der einzige selbstduale Körper im Bereich. Und was wir jetzt noch als letztes mit euch machen wollen, ist, wir wollen euch die vierdimensionalen platonischen Körper zeigen. Und zwar hat jeder dreidimensionale platonische Körper ein vierdimensionales Analogon. Und beim Tetraeder, konnte man sich vielleicht schon denken, ist das Pentachoron, was wir am Anfang schon mal gesehen haben. Wir haben ja gesagt, das Pentachoron, das besteht aus Tetraedern. Es hat nämlich 5 Tetraeder als Zellen. Aber das ist gar nicht unbedingt nötig. Also immer, wenn wir sagen, dass ein vierdimensionaler platonischer Körper analog zu einem dreidimensionalen ist, meinen wir nicht unbedingt, dass es das Dreidimensionale als Zellen hat.
wir haben eigentlich keine so richtig gute Begründung, aber in dem Fall ist es schon klar, wir haben ja vorhin auch, als wir das Pentakoron zum ersten Mal gesehen haben, gesehen, wie es nacheinander entsteht. Ja? Aus dem Dreieck, dann das Tetraeder, dann das Pentakoron. Es ist ganz klar, dass die zusammengehören zu einer Reihe von Körpern verschiedener Dimensionen. Also, das duale zum das Gegenstück zum Tetraeder ist das Pentakoron. Lasst uns weitermachen. Lasst uns die Gegenstücke zu Hexaeder und Oktaeder ansehen. Das Gegenstück zum Hexaeder, also zum Dreieckssalwürfel, ist der Vierdimensionalwürfel, auch Oktakoron genannt, weil er aus acht Zellen, aus acht Würfeln behandelt wird. Und ist eben auch das Dreieck, ist nach oben zu bilden. Und dann gibt es das Oktaeder, das war das Duale vom Hexaeder. Und auch das hat eine Analogon in der vierten Dimension, nämlich das Hexadekakoron. Hexadekakoron heißt einfach 16 Zeller, ja. Und deswegen steht ja auch, er hat 16 Zellen. 8 Ecken, 24 Kanten, 32 Flächen und 16 Zellen. Und die beiden Körper hier, Oktakoron und Hexadekakoron, sind auch wieder zueinander dual, wie man an der Zahlenreihe wunderbar erkennen kann. Das ist genau dieselbe Rückwärts. So, dann hatten wir noch Dodekaeder und Ikaseeder. Die auch die haben entsprechend in der vierten Dimension. Das Dodekaeder zum Beispiel hat als Analogon das Hekatonikosakoron, das heißt 120 Zeller. Ja? Und auch von denen kann man sich drehende Animationen erstellen, die wir von einer gewissen geheimen Webseite, die mit W anfängt, haben. Und daneben, also hier in der Mitte, sieht man halt so dieses Drahtgestell. Wenn man da so innen reinschaut, dann sieht man da nicht mehr so viel. Warum ist das so ein Durcheinander? Naja, dieser 120 Zeller hat halt 120 Zellen. Und noch schlimmer, er hat 600 Ecken. Und ist aber trotzdem genauso schön regelmäßig wie die dreidimensionalen platonischen Körper, die wir tatsächlich bauen können. Also da ist auch wirklich jede Zelle gleich. Und an jeder Ecke stellen sich gleich viele Zellen zusammen. Es schaut von überall gleich aus. Das ist wunderschön symmetrisch. Und dann gibt es noch den 600 Zeller. Der ist halt noch ein bisschen abgefahren, aber der hat 600 Zellen. Und deswegen sieht man auf dem Bild rechts auch nicht so viel. Es sieht mir so aus, wie eine Kugel braucht, so ein paar Stangen durchgehen. Aber okay. Und der ist analog zum Mikrosaeder. Und was jetzt kommt, ist eine Überraschung. Was jetzt kommt, ist etwas ganz Besonderes. Was jetzt kommt, ist Matthias seine allerliebste Lieblingsfigur. Das hier ist der 24-Zeller. Oder Icositetrachoron, wie die ihn nicht so kennen. Er hat aber noch viele weitere Namen, auf die wir gleich kommen werden. Der 24-Zeller, wie ihr seht, hat kein dreidimensionales Analogon. Im Vierdimensionalen gibt es also einen platonischen Körper mehr als im Dreidimensionalen. Das, und außerdem, genau, können wir auch noch sehr schnell sehen, wenn wir uns die Zahlen da anschauen. Wir könnten uns ja fragen, hä, warum ist das denn so ein einzelner platonischer Körper? Wo ist denn sein Duales bitte? Der 24-Zeller ist selbst dual. Er hat auch 24 Ecken und so weiter. Das heißt, als wir vorhin gesagt haben, dass der Tetraeder der einzige platonische Körper ist, der selbst dual ist, haben wir gelogen. Das ist der einzige im Dreidimensionalen. Aber im Vierdimensionalen gibt es auch noch den 24-Zeller, der auch selbst dual ist. Ja? Die Zellen müssten Oktaeder sein. Also man kann es am Bild so ein bisschen erahnen. Ich meine, was ich hier am Bild sehen kann, sind Dreiecke. Ja? Manchmal sehe ich drei goldene Punkte, die verbunden sind mit Stangen. Also ich sehe Dreiecke. Das heißt, die Zellen, die das hat, die müssen jeweils als Oberfläche jetzt wieder Dreiecke haben. Das heißt, es könnten auch Tetraeder, Oktaeder oder Icosaeder sein. Aber man kann ja auch so teilweise, wenn man genau hinschaut, ein bisschen verzerrte Oktaeder erahnen. Also, vielleicht erkennt man das im Video besser. Ah ja. Ah, jetzt sieht man noch die Oktaeder, oder? Okay. Ich glaube, wir gehen nochmal zu dieser zahlreichen Anfang. Die 5 und die 6, die haben wir doch gerade gesehen. Was war denn gerade die 5? Ja? Was ist denn? Die 5 war die Anzahl der platonischen Körper im dreidimensionalen Raum. Und im Vierdimensionalen hatten die jeweils ein Analogon und dann gab es noch den 24-Zeller. Da gibt es also 6 platonische Körper. Das hier sind also die dreidimensionalen platonischen Körper, das hier die vierdimensionalen. Wofür könnte dann das unendlich stehen? Das sollten die zweidimensionalen platonischen Körper sein. Wow, es gibt unendlich viele zweidimensionale platonische Körper. Was soll das heißen? Was ist denn ein zweidimensionaler platonischer Körper? Das muss eine zweidimensionale Form sein, die wieder so von flachen Linien begrenzt wird. Komplett ja. Regelmäßig ist. Völlig regelmäßig ist. Jede Ecke muss genau gleich ausschauen. Ich hab's schon gehört, ja? Dreieck.
Dreieck, richtig? Noch was? Noch was? Noch was? Noch was? Aha. Für jede Eckanzahl kannst du regelmäßig das Endeck bilden, also gibt es unendlich viele zweidimensionale platonische Körper. Dann stellt sich noch die Frage, was ist denn die 1 da vorne? Wie viele eindimensionale platonische Körper gibt es denn? Punkt, oder? Der Punkt ist nulldimensional. Ja. Die Linie ist eindimensional. Und genau genommen, wenn ich meine Linie durch völlig gerade Punkte begrenzen will, Punkte kann ich eigentlich nicht ungerade machen, also wenn ich was durch Punkte begrenzen will, im Eindimensionalen, das soll zusammenhängen, dann kann ich eigentlich nur eine Linie machen. Und die ist auch perfekt symmetrisch, weil die Seite schaut genauso aus wie die. Also gibt es einen platonischen Körper, nämlich nur die eine Linie. Schreib bitte alle auf. Nach vorne, nach weiter. Oder, die ganz besondere Ehre für dich, du sollst sein. Jetzt ist natürlich die Frage, wie geht diese Reihe hier weiter? Also im Eindimensionalen gibt es nur einen platonischen Körper, im Zweidimensionalen unendlich viele. Im Dreidimensionalen gibt es die 5 bekannten platonischen Körper, die auch die alten Griechen kannten. Im Vierdimensionalen gibt es 6 platonische Körper, weil einer dazugekommen ist. Und jetzt würden wir uns natürlich sehnlichst wünschen, dass es immer mehr gibt. Aber im Fünfdimensionalen gibt es nur noch 3 platonische Körper. Im Sechsdimensionalen dagegen gibt es auch nur 3 platonische Körper. Im Siebendimensionalen gibt es auch nur 3 platonische Körper. Und es geht immer so weiter. Oh. Und man kann auch verstehen, warum das hier immer 3 sind. Ja, ich habe mein Essen umgetan. Und auch verstehen, warum das, oder welche 3 das hier immer sind, das kann ich wenigstens sagen. Wir haben am Anfang die Würfel verschiedener Dimensionen gemacht, haben gesagt, wenn man immer 1 höher dimensionalen Würfel kriegt, das kann man immer weitermachen. Die gibt es in jeder Dimension. Dann mit den Simplices, also Dreieck, Tetraeder und dann Pentakoron. Was? Du bist ja faul geworden. Dann mit den Simplices, Dreieck, Tetraeder, Pentakoron, kann man auch immer weitermachen, immer in einer neuen Richtung eine neue Ecke hinzufügen. Das ist eine zweite Familie, die es in jeder Dimension gibt. Jetzt noch die Frage, was ist das dritte? Die Simplices, Pentakoron und Tetraeder, die sind selbst dual. Aber die Hyperwürfel, die brauchen ja ihren Partner. Dieser Partner, der existiert dann auch in jeder Dimension, das ist immer das Duale zum jeweiligen Würfel in der Dimension. Das heißt dann auch Kreuzpolytop und das ist der dritte platonische Körper, den es in jeder Dimension gibt. Aber die vierte Dimension ist die letzte, wo es wirklich interessante platonische Körper gibt. Also wieder ein Argument, dass die vierte Dimension schon was Besonderes ist, da gibt es 6 platonische Körper. Okay, es gibt noch witzige Fun Facts zu dem 24-Zeller. Ich wollte wenigstens noch einen wunderschönen Namen sagen, der richtig wertvoll klingt, nämlich Hyperdiamant. Der 24-Zeller heißt auch Hyperdiamant. Und es gibt da auch eine ganze Reihe von Diamanten. Ich könnte in jeder Dimension erklären, was ein Diamant sein soll. Ich glaube, wir haben nicht so richtig die Zeit dazu. Aber für die Interessierten können wir das nachher noch machen. Also ich könnte in jeder Dimension erklären, was ein Diamant ist. Jetzt ist die Frage, warum ist das vorher nicht aufgetaucht bei unserer Aufzählung von platonischen Körpern? Dreidimensionale Diamanten seht ihr hier rechts auf dem Bild, zum Beispiel der da oben. Und wenn wir mal kurz zählen, ich sehe da eine Ecke, die so nach links oben zeigt, da gehen 3 Kanten zusammen. Und ich sehe da eine weitere Ecke, da weiter rechts unten, nee, nicht die. Da stoßen 4 Kanten zusammen. Das heißt, nicht jede Ecke von diesen dreidimensionalen Diamanten schaut gleich aus. Das heißt, das ist kein platonischer Körper. Aber wenn man dasselbe, so wie das entstanden ist, im vierdimensionalen macht, erhält man den 24-Zeller und zufällig ist der ein platonischer Körper. Also im vierdimensionalen ist der Diamant zufällig ein platonischer Körper, der heißt dann Hyperdiamant und, oder auch 24-Zeller. Wollen wir das machen? Kannst du schnell einmal noch kurz herumziehen? Wir wollen euch nur ganz, ganz kurz zeigen, ist in 5 Minuten aus, wir wollen euch noch zeigen, wie man aus dem normalen Kubus, aus dem normalen Würfel, den dreidimensionalen Diamanten macht, der eben genau den dreidimensionalen Raum komplett ausfüllt, aber nicht auf eine regelmäßige Art und Weise, weil halt der Diamant im dreidimensionalen nicht ein platonischer Körper ist. Wir haben hier einen Würfel und was ich ja als erstes gemacht habe, ist mal jede Fläche von jede von 6 Flächen des Würfels in 4 Dreiecke unterteilen, die sich so in der Mitte treffen. Weil jetzt kann ich hier an dem mittleren Punkt einfach mal anpacken und den so hochziehen. Und zwar genau bis zur Hälfte Höhe, wie es vorher war. Das habe ich jetzt natürlich nicht genau hingekriegt, aber ist egal. Und hier mache ich das auch noch. Und hier mache ich das auch noch. Und jetzt könnte ich das mit den anderen 3 Flächen auf der anderen Seite auch noch machen. Und genau, da kommt genau das raus, was gerade rechts zu sehen war, diese Diamanten. Was man hier vielleicht gerade noch nicht ganz sieht, was ich aber noch kurz zeigen kann. Diese
markierten Kanten, die jetzt heller sind, da sind mal keine Kanten mehr, weil ich die Mittelpunkte genauso weit rausgezogen habe, dass es da flach wird. Das heißt, diese Kanten hier können wir einfach mal wegmachen, damit man das besser sieht. Jetzt sieht man, wir haben hier den Würfel auf der Hälfte schon zu so einem Diamanten gemacht, indem wir aus jeder Seitenfläche des Würfels so eine Pyramide rausgezogen haben. Das wird kein Oktaeder. Das wird dieser dreidimensionale Diamant, der kein platonischer Körper ist. Wenn ihr damit noch weiter rumspielen wollt, kommt nachher zum Kopfhörer. Das sind also nochmal die sechs platonischen Körper in vier Dimensionen. Und wir wollen euch jetzt noch eine Sache zeigen, nicht das, was ihr gerade seht. Das wäre eine Bastelanleitung, die man aus einem Netz vierdimensionale Sachen zusammenkleben kann, so wie man aus einem Würfelnetz einen Würfel durchkleben hält, hält man aus den anderen Netzen, die dreidimensional sind, durch vierdimensionale Kleben die entsprechenden vierdimensionalen Körper. Es ist sehr interessant, wie das verklebt wird, welche Ecken auf welche Linien kommen, wenn euch das interessiert, kommt nachher. Salvador Dalí, der berühmte surrealistische Künstler, hat das auch umgesetzt in seinem berühmten Bild Corpus Hypercubus, was die Kreuzigung Jesu zeigt. Also wenn der Vortrag kaum Monate später stattfinden würde, wäre das ein extrem angemessenes Bild. Und das hat er halt hier auch auf so einem Netz, besteht aus 8 Würfeln von einem Hypergriff, von einem Tesserakt. Und was wir euch jetzt vielleicht noch zeigen wollen als Abschluss, ist das hier im Saal Labyrinth. Nur lasst uns eine Sache kurz vorher noch sagen, so als Fazit, und dann seht ihr noch das Labyrinth ersetzt und das war's dann. Wir wollen kurz zusammenfassen, warum die vierte Dimension interessant ist. Warum es sich auch lohnt, Steuergelder für sie zu verwenden. Nummer 1, die vierte Dimension ist faszinierend schön. Und so wie ein Bergsteiger gerne auf Berge geht, dann ist es gibt, mögen halt manche Mathematiker die vierte Dimension, weil es gibt. Zweitens, die vierte Dimension hilft beim Verständnis der dritten. Man kann ja sagen, das interessiert mich die vierte, ich lebe in der dritten Welt. Aber es gibt diverse Phänomene in der dreidimensionalen Mathematik, die man nur mit Hilfe der vierdimensionalen Mathematik gut verstehen kann. Was ihr hier zum Beispiel seht, ist so ein Schwimmreifen, so ein Torus, ein Donut. Und auf diesem Torus gibt es so ganz viele Kreise, das sind diese pinken und diese rosanen. Das sind perfekte Kreise, das sind wie Ellipsen, sondern perfekte Kreise. Es gibt einen tieferen Grund, warum die auf dem Torus zu finden sind. Und der einzige bekannte tiefere Grund dafür ist die sogenannte Hauptfaserung, die rechts abgebildet ist und die sich in vier Dimensionen abspielt. Also da hilft das vierte, vierdimensionale Verständnis für Erklärungen in drei Dimensionen. Die vierte Dimension ist unabdingbar für die moderne Physik. Einsteins allgemeine Relativitätstheorie sind 3 plus 1 Dimensionen formuliert und ohne allgemeine Einsteins Relativitätstheorie gäbe es heute kein GPS. Ja. Und was sehr, sehr spannend ist, für uns wirklich auch als Berufsmathematiker, die vierte Dimension ist die einzige von allen, die noch in ganz, ganz wesentlichen Aspekten völlig unverstanden ist. Was man sich nämlich fragen kann, ist, wie viele Objekte gibt es eigentlich in jeder Dimension, die in einem gewissen Sinne genauso aussehen wie eine Sphäre, wie komplett wunderbar. Und da lautet die Antwort wie folgt. In der Dimension 1, 2 und 3, die wir gut kennen, gibt es genau eine perfekt regelmäßige Sphäre. In der Dimension 5 und 6 ist es auch so. In der Dimension ab 7 ist es ein bisschen komisch, aber trotzdem kennt man eine Formel, die einem für jede Dimension ab 5 sagt, wie viele sphärenartige Dinge es da gibt. Aber in vier Dimensionen ist es noch völlig unbekannt. Kein Mensch weiß, wie viele sphärenartige Objekte in vier Dimensionen existieren. Mindestens eine, nämlich die Hypersphäre, die wir diskutiert haben, vielleicht noch mehr, vielleicht unendlich viele mehr, das ist sogar die Vermutung, aber wir wissen es nicht. Und hat man keine einzige weitere? Oder? Man hat Kandidaten für weitere, von denen man glaubt, dass sie vermutlich verschieden sind, wie die Sphäre, die man so kennt. Problem ist, wir können die halt nicht so gut malen oder ein gutes Vorstellungsvermögen für die Entwickler. Deswegen wissen wir noch nicht, ob die wirklich verschieden sind. Kannst du nicht Quiz fragen? Quiz könnte ich fragen, genau, er hat mir nicht geantwortet. Der hätte Alltagserfahrung damit natürlich. Wie kam er dann bei den 7 Dimensionen auf die 28? Das kriegst du der anwesenden symplektischen Geometer, die dort sitzen. Vielleicht kann Kai kurz winken. Und nur damit nicht der Eindruck entsteht, dass Mathematik irgendwie schon Larian abgeschlossen ist, wir wollen exemplarisch nur noch 2 Leute herausgreifen. Links seht ihr Katharina Stroppel, momentan in Bonn, und rechts Julia Grigsby, beides extreme Koryphäen auf ihren jeweiligen Gebieten. Katharina Stroppel ist eine Knotentheoretikerin, die sich insbesondere mit vierdimensionalen Knoten beschäftigt, und Julia Grigsby eine niedrigdimensionale Topologin auf diesem Gebiet. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, niedrigdimensional. Haben wir nicht gerade über höhere Dimensionen geredet als normal? Ja, so 4 ist ja schon für den Alltag eine hohe Dimension, aber Mathematiker sind ein bisschen anders drauf.
hier ist eine niedrige Dimension. Ja? Also immer wenn man nicht was über alle Dimensionen gleichzeitig sagen kann, sondern nur bis zur Dimension 10 oder was weiß ich, dann sagt man, ja, ich mache hier niedrigdimensionale Typik. So, wir haben gesagt, mit 4 Dimensionen kann man genauso gut rechnen wie mit 3 Dimensionen, also kann man auch einen Computer breitbringen, mit 4 Dimensionen sehr gut zu rechnen. Also kann man auch 4-dimensionale Computerspiele programmieren. Zum Beispiel sehen wir hier gerade ein 4-dimensionales Labyrinth. Sieht bis jetzt vielleicht relativ dreidimensional aus, ich kann mich hier so drin bewegen, man sieht nur, dass die Kreise sich irgendwie manchmal komisch bewegen. Versuchen wir durch dieses Labyrinth durchzukommen. Oh, ich habe jetzt nur gerade nach oben geguckt und jetzt sieht das plötzlich wie eine Sackgasse aus. Gerade ging da doch noch ein Gang weiter, oder? Wo ist der jetzt hin? Naja, ich sehe hier halt nur gerade 3 verschiedene Richtungen. Ich muss mich ein bisschen anders drehen, damit ich die 4. Richtung wieder sehe. Und dann kann ich hier weiterlaufen. Hier weiterlaufen. Oh, schon wieder eine Sackgasse. Ich drehe mich nochmal. Ah, da in der 4. Richtung. Und am Ende des Labyrinths ist hier noch so ein schöner kleiner Tesserakt, den man sich anschauen kann, den man Schnitte anschauen kann. Und wenn ihr wollt, könnt ihr das gleich nach dem Vortrag ausprobieren, dieses Labyrinth. Okay. Generell könnt ihr nach dem Vortrag recht viel ausprobieren. Es gibt auch noch Flyer für den Mathezirkel. Also falls ihr ein Schüler seid oder ein Schüler kennt, eure eigenen Kinder, dann nimmt vielleicht so einen Flyer mit. Alle 2 Wochen treffen wir uns an der Uni aus und gibt es ein großes Mathe-Camp. Da machen wir zum Beispiel solche Themen. Und für alle, die Spaß am Basteln haben, gibt es Vorlagen für praktische Kalender, aber das wird als ein normaler Kalender, ein sogenannter Dode-Kalender, der in Form eines Dodegeders, also von diesem regelmäßigen Körper. Das jeder mitnehmen zum Basteln. Und was wir auch noch machen können, jetzt gleich vorne, ist Spiel. Zum einen das CD-Spiel, was Matthias programmiert hat. Zum anderen könnt ihr auch das Minecraft aufsetzen, was Matthias programmiert hat und vierdimensional funktioniert. Da gibt es Bonuspunkte, wenn man Objekte mit einer richtigen Musikgruppe baut. Und dann könnt ihr auch noch ein anderes CD-Programm, ein anderes CD-Spiel testen, welches nicht wir programmiert haben. Wir möchten danken mehreren Leuten, insbesondere Sven Prüfer, der uns bei der Vorbereitung für diesen Vortrag geholfen hat, und der Fachschaft, die das gesamte Rahmenprogramm hier organisiert hat. Das ist insbesondere Annabelle Dominik. Ich denke, das ist ein Applaus wert. Und jetzt wollen wir noch den heimlichen Helden von diesem Vortrag jeweils mit einem gebührenden Applaus unseren Respekt zollen. Bitte einen großen Applaus für die Stars der 4. Dimension. Als erstes, das Händler Koron! Das Beispiel haben wir gesehen, den Hyperwürfel, Kenter Rasch oder auch Rüstungsfeller genannt. Und auch die Unterstützung für Koron. Der hier von die Keller und der hier von die Keller. Und der dritte Applaus wird euch, weil ihr eine ganz tolle Prüfung macht, eine ganz tolle Frage gestellt habt. Vielen Dank, wir wünschen euch einen schönen Abend. Genießt die Fachschaft, genießt die Sachen schon morgen. Und frohe Weihnachten. Wer noch Fragen hat, einfach sonst davon.